Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 247, lieber Defner. Und jetzt haben wir die Gipfel hinter uns gelassen und schauen wieder auf die Mühen der Ebene. In den Tälern heißt die Mühen der Ebene. Das ist Bertolt Brecht. Das ist Bertolt Brecht. Wusstest du das nicht? Ja, ich bin ja mit dem Brecht-Sevier gestartet. Ja, obwohl ich Brecht ja im Abi hatte. Hattest du? Der hat mir ein grandioses deutsches Abi beschert. Ja. Was hast du denn gekriegt? Immerhin ein Einser. Ja. Ein Einser? An 13 Punkte. Ja. Was musstest du denn interpretieren von Brecht? Ich weiß gar nicht mehr, was. Aber ich hatte mich auf Brecht spezialisiert, ja, weil ich hatte einen sozialdemokratischen Lehrer im deutschen Grundkurs. Ja. Und dachte ich da an die politische Nähe. Und Brecht hatte den Vorteil, da gab es überall was. Da gab es Drama, da gab es Gedichte und so weiter. Und da konntest du auf einen einschießen. Ne? Und ich habe damals schon mit künstlicher Intelligenz gearbeitet. Ja. Das ist gut. Ja. Oder mit Defnerscher Intelligenz. Dann kam im Abi tatsächlich Brecht. Ich weiß nicht mehr was, aber war ich auf jeden Fall schon mal so. Ne? Ach, kam wirklich dran? Ja, aber du hast doch ein Zentralabi gehabt. Nein, Zentralabi. Nee, das ist doch so. Nicht in Bayern, hallo. Natürlich, habt ihr doch Zentralabi. Da gibt doch das Kultusministerium des Landes vor, was gemacht wird. Aber dann kann auch der Lehrer nicht vorgeben, dass Brecht drankommt. Nein, der Lehrer natürlich nicht. Bei uns war es ja so, in NRW hat der Lehrer das vorgegeben. Nein. Echt? Ja, natürlich. Oh Gott. Wir hatten in NRW keinen Zentralabi. Den sozialdemokratischen Lehrer. Ich dachte nur einfach, eine gewisse Nähe. Man muss ja jedes halbe Jahr dann ein Referat halten. Ja, okay. Unser Lehrer hat immer gesagt, unser Deutschlehrer, also ich meine, ich kann euch hier auch Frontalunterricht geben, aber dann lernt ihr nichts. Wenn ihr hier Referate haltet, dann lernt ihr was. Und der war auch eher so ein bisschen gemütlicher, ja. Also, okay. Aber ich meine, das war Win-Win-Situation. Ne? Man hat und wenn Ferien waren, hat er den Fernsehtisch reingeführt und hat euch was vorgespielt oder bist bis zu den Ferien unterrichtet worden? Ja, wir haben auch mal Filme gab es damals auch ab und zu. Genau, ne? Da gab es den Fernsehwagen noch, erinnerst du dich? Ja, so, bei uns gab es auch einen Filmwagen dann so, ne? Wo man die Spule eingeht. Also, ne, halt so richtige Filmspule. Okay. Ja? Das war noch eine andere Zeit. Video gab es vor uns noch nicht. Bei uns gab es so VHS-Kassette, so riesen Videorekorder und da gab es dann den Fernsehwagen. Ach schön. So, jetzt haben wir mit Filmprojektor, ja, war jetzt nicht geplant hier. Ja, gut. Gut, dann haben wir ein bisschen Allgemeinwissen gebracht, also Mühen der Ebene kommt aus einem Brechtchen-Gedicht. Und da ging es darum, dass der DDR die Arbeiter- und Bauernklasse nach dem Faschismus, den sie jetzt hinter sich gelassen hat, jetzt die Mühen der Ebene bekommen und diese sozialistische Republik machen sollten. Und die Mühen der Ebene war halt so im Alltag versuchen, diesen sozialistischen Staat zu machen. Das war die Idee von Mühen der Ebene. Bei uns, bei Mühen der Ebene, geht es eher um finanzielle Freiheit und um ein bisschen Housekeeping. Wir hatten ja hier vor 3 Wochen, hatten wir ja endlich die finanzielle Freiheit, die Folge. Und da ist so viel liegen geblieben. Und wir müssen das heute alles aufarbeiten. Housekeeping nennen wir das. Der Dudes-Club. Okay. Ja. Okay. Wir wollen keine sozialistische Republik hier. Deswegen ist der Kollege Chapitz extra nicht zum Skifahren gefahren in den Skiferien. Ja? Das stimmt. Um in den Mühen der Ebene aufzuräumen. Ja. Ja? Damit wir haben dieses Jahr Skifahren haben wir lassen. Obwohl ich jetzt diese Woche Urlaub habe, aber ich bin trotzdem immer im Einsatz. Immer im Einsatz. Wenn es um finanzielle Freiheit geht. Das ist und für den Podcast sowieso. Also immer vorbildlich, muss man sagen. Ja? Stimmt. So. Ich würde gleich mal 2 Shoutouts machen. Ich wollte jetzt schon dich einen machen. Du willst auch mal einen machen. Ich habe zwei Urlaub. Ja? Die mir, auch gut. Ehrenamtliches Engagement. Ja. Ist wirklich ehrenamtlich. Krieg ich keinen Tag frei, kriege ich keinen Cent, kriege ich nichts. Außer Augen auf bei der Berufswahl, was? Das stimmt. Aber in den öffentlichen Dienst gehen, ja? 10,5%, ja? Haben die jetzt schon rausgehört? Die Forderung, ich dachte schon, haben die haben sie noch nicht ausgehandelt. Die werden sie auch nicht kriegen, aber ich meine, okay. Aber ist schon mal eine Ansage. Und der Beamtenbund hat ja schon mal gedroht mit einem Lockdown. Ja? Der Beamtenbund droht quasi mit den Streiks des öffentlichen Dienstes, weil die hängen ja dran. Ne? Ach so. Und ich meine, da werden ja immer die armen Erzieherinnen und Müllarbeiter vorgeschickt und am Ende kassieren dann die Richter Beamten und mit. Staatsanwälte und, ne? Da hast du heute einen Bären mitgebracht, das weiß ich, was das, nicht zum Gerichtswesen angeht. Ach so, das Gerichtswesen. Das Gerichtswesen, ja. Da ist ja was, auch für Anleger, was sehr Unschönes diese Woche passiert. Und das müssen wir unbedingt auch besprechen. Wir müssen Housekeeping machen, müssen das besprechen. Vielleicht noch ein Shoutout gleich am Anfang an Rendite-Rainer. Rendite-Rainer hat nämlich seinen Followern bei Instagram in so einem Video empfohlen,
allen Newbies, dass sie uns hören sollen, oh, auch allen Fortgeschrittenen. Sie meinten, wir wären ein toller Podcast. Und dann hat noch Mattia hat noch ein Video gedreht. So wirklich, das ging so rum durch seine Straße. Es war, sah schon sehr gesettelt aus. Und hat gesagt, oh, hallo, hier, Mattia. Und ich wollte nur sagen, der Defno und der Chip, das sind zwei ganz coole Typen. Hat er recht. Ja. Und die haben coole Sachen gemacht, müsst ihr gucken. Also wirklich, also Shoutout an Mattia und Henry Dieterein. Nicht gucken, weil gucken ist ja nicht so weit. Ne? Stimmt. Gucken kann man den Defno im Fernsehen, aber er meint natürlich Defno und Chip. Hören. Zum Hören. Da gibt es was auf die Ohren. So ist Bilder es. Bilder fürs Gehirn. Haben wir schon mal den ersten beiden Shoutouts? Wahnsinn, toll. Ja. Rendite-Reiner. Rendite-Reiner. Wo ist der macht wo einen Blog. Der macht einen Blog. Rendite.Reiner. Also wer bei Instagram folgen will, könnte das mal machen. Ich habe mir jetzt nicht genau das Profil angeguckt. Vielleicht macht der nur Schund. Nee, aber vielleicht wenn er uns empfiehlt, kann er nicht so falsch liegen. Also zumindest bei seinem Video nicht. Ja. Aber der Rest, ich weiß es nicht. Vielleicht empfiehlt er sonst Sachen, die wir nicht empfehlen würden. Aber was wir empfehlen, tun wir sowieso nichts, aber die wir sonst nicht als Ideen vorstellen. Ja. Genau. Gut. Also wir können nicht für alle. Nein, nicht für alles, Feuer, was Rendite-Reiner macht. Wenn er uns empfiehlt, ist das auf jeden Fall schon mal nicht so verkehrt. Ne? Also ja. Ja, vielleicht ein Geistesbruder. Ja? Rendite-Reiner auf Fränkisch. Oh, klingt auch gut auf Fränkisch. Ja. Rendite-Reiner. Ja. Mal Horch Reiner. Ja, siehst du? Mit Reiner machst du Rendite. So. Gut, ich kann leider weder ein R rollen, noch kann ich Fränkisch reden. Werbung. Es gibt einen neuen Podcast vom Deutschlandfunk und den möchte ich euch sehr ans Herz legen. Schmetterlingseffekt heißt er. Und da hört ihr von Menschen, deren Leben in direktem Zusammenhang stehen mit den großen Krisen unserer Zeit. Ihre Geschichten, die zeigen uns, unser Leben, also auch dein Leben, das hängt mit allen anderen zusammen. Und auch kleine Dinge, die du veränderst, können Großes auslösen. Das ist der berühmte Schmetterlingseffekt, wie Weltkrisen unser Leben verändern. Ihr findet den Podcast in der kostenlosen DLF-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Und da muss man ja sagen, wir haben unsere Diskussion von vergangener Woche, die wir nach dem Weltwirtschaftsgipfel hatten, zu künstlicher Intelligenz, das war ja, hätte besser nicht kommen können. Da gab es ja diesen wahnsinnigen, würde ich sagen, AI-Craze an der Börse. Alles, wo AI als Kürzel drin war, explodierte ja vergangene Woche. Das hat sich jetzt glücklicherweise schon wieder ein bisschen beruhigt. Weil das im Prinzip schon ist ja letzte Woche alles hochgechest, ne? Also sehr vieles. Ne? Das stimmt. Nicht nur AI, aber AI natürlich. Und da schrieb uns ja Robert Holgers AI-Begeisterung, erinnert mich frappierend an seine Metaverse-Begeisterung, ja, inklusive Meta, Nvidia und Co. Vor einem Jahr, was daraus geworden ist, wissen wir. Ein sehr guter Kontraindikator. Er hat geschrieben, ein sehr guter Kontraindikation. Also er hat noch nicht mal Deutsch gekonnt. Aber was man jetzt sagen muss, ich habe natürlich mir die Mühe gemacht, weil wenn mich jemand so ankackt, dann kriegt er natürlich eins zurück. Und vor allem habe ich mal geguckt, wann war die Sendung? 9. November 2021. Und was ist jetzt aus Nvidia Meta geworden? Und beispielsweise im Arc Innovation. Und was wäre aus Jumia geworden? Und wir stellen fest, da ist der Chabitzer nicht der allerbeste Kontraindikator, sondern nur der zweitbeste hier am Tisch. Weil Nvidia ist nämlich seither 35% gefallen. Der Arc Innovation minus 67%, Meta minus 55% und Jumia minus 78%. Also es ging noch schlechter als mit meinem Kontraindikation, lieber, wie hieß er? Robert. So, das wollte ich nur kurz sagen, weil ja immer so, wird der nicht mal begeistert gemacht? Dann geht das irgendwie alles runter. Stimmt in vielen Dingen. Ich lasse mich auch schnell begeistern, auch das stimmt. Aber ich glaube schon, dass künstliche Intelligenz, wenn Robert sich darauf nicht einstellen will und eher so behäbig wie der Defner tut, dann wird es ihn möglicherweise, er ist im Immobiliensektor, ist er tätig, der Robert. Ich habe mal geguckt, was er macht. Und auch da weiß ich nicht, da ist künstliche Intelligenz wahrscheinlich noch nicht ein Ding, was ihn sofort wegdisruptiert. Aber man sollte sich darauf einstellen. Da würde ich nur darauf hinweisen, weil beispielsweise habe ich jetzt auch bei Twitter ganz viele interessante Sachen gesehen aus einem normalen Text. Da ging es ja darum, Amazon steigt ein in diesen verschreibungspflichtigen Arzneimittelkram. Und da hat jemand einen smarten Newsletter einfach so mit AI gemacht. Also man kennt ja, wenn man Newsletter mag, Axios ist ja so eine Newsletter. Smart Brevity nennen die ihre Methode. Und hat jemand einfach aus einem normalen AP-Text, Amazon steigt in den Markt für verschreibungspflichtige Arzneien ein, wo du jetzt irgendwie 5 Euro zu deiner Prime-Mitgliedschaft dazuzahlen musst und dann kriegst du halt die Arzneimittel zu einem günstigen Preis, haben die so Smart Brevity gemacht. Was ist passiert? Was ist wichtig? Was musst du wissen? Warum verändert das die Welt? Also in wirklich intelligente Abschnitte. Und das hat das Ding automatisch gemacht. Und da merkte ich, AI vielleicht doch näher dran, als es das Metaverse ist, was
natürlich immer noch weiter weg ist. Aber ja, das stimmt. Also ist, glaube ich, ich meine, wie gesagt, das ist ja auch nicht jetzt, ist jetzt uns bewusst geworden durch diese neue Anwendung. Aber ChatGPT, aber im Prinzip ist natürlich, ist es ja auch ein evolutionärer Prozess, dass AI immer mehr in unser Leben eingreift und uns immer mehr das Leben erleichtert. Und aber ich glaube trotzdem, wie gesagt, es wird etwas sein, was das Leben erleichtert, und am Ende brauchst du immer noch Menschen, kannst natürlich unendliche Inhalte generieren, aber es muss ja auch noch einen Rezipienten finden. Und es gab natürlich auch bei Journalisten und Autoren und überall ganz, ganz viele Diskussionen, ja, dieses Thema überall hochgekocht. Und letztendlich geht es ja auch dann darum, dann auch wieder Leser zu finden, ja. Du kannst natürlich jetzt unheimlich viele Newsletter verschicken, aber dann wird sich halt der Newsletter wieder hervorkristallisieren, weil ich meine, das sind dann alles Standardprodukte, ja. Du kannst heute auch schon einfach nur Agenturen in deine Zeitung packen. Agenturmeldungen, die du irgendwo copy-and-paste-mäßig rauspackst, und kannst auch eine Zeitung vollschreiben. Aber die wird sich halt nicht unterscheiden von dem, was du sonst überall liest. Und von daher wird das, was den Unterschied künftig macht im Publizieren bei Zeitungen, bei Büchern, ist halt dann auch wieder das, glaube ich, was der menschliche Input ist letztendlich. Und nicht das, was jeder mit AI oder dass er die AI schlau nutzt. Genau, ja? Das ist genau die Sache. Du kannst sie schlau nutzen für, du musst ja die Art und die Aufgabe, die du gibst. Ne? Aber im Prinzip, AI kann ja immer nur auch vorhandenes, keine Ahnung, Wissen, Daten, Schreibstile clever aufbereiten. Ja. Und dann ist es natürlich klar, wenn du das clever nutzen kannst und schlau bist, wirst du da vielleicht gute Ergebnisse rauskriegen, auch einzigartige Ergebnisse. Wenn du sie standardmäßig nutzt, dann wird sich das nicht unterscheiden von dem, was die Konkurrenz macht, und dann wird es irgendwo halt auf der Strecke bleiben. Und wenn du ganz schlau bist, kannst du halt einfach auch deine Zeit wieder nutzen, um als Journalist mal, wie gesagt, eigene Recherchen zu machen, eigene Geschichten zu erzählen, eigene Reportagen, wieder mehr in dieses unique Journalistische zu gehen, als nur quasi Daten, andere Texte, andere Internetrecherchen aufzubereiten. Also ich glaube, es ist, wie immer, verändert es natürlich unser Arbeiten, aber es wird nicht den Beruf des Journalisten und auch viele andere Berufe nicht überflüssig machen. Und das war ja mehr so das, was deine These vom letzten Mal war: Oh Gott, Panik, wir müssen alle für AI, macht uns alle arbeitslos. Und nicht alle, aber nein, du brauchst aber so ein bisschen überspitzt. Ich könnte es dir ganz einfach sagen. Wir haben beispielsweise ja bei AAA haben wir einen Newsletter. Und zwar wird er so gemacht: Wir haben ein Skript, das ist bei Google Docs, machen wir das. Also wir legen ein Skript an bei Google Docs, und da werden die Themen reingeschrieben und da wird einfach die Abfolge reingeschrieben und das Recherchierte. Und dann gibt es Menschen in Australien, die machen aus diesem Skript, ja, wo dann unsere Namen davor stehen, damit wir immer wissen, wer jetzt was macht, wird dann ein Newsletter gemacht. Gut. Und der wird intelligent aufbereitet. Ja. So, das kriegen die Abonnenten von Welt, die Lust haben, den zu haben. Also man kann dann, wenn man Abonnent ist, kann man sich da anmelden, kriegt man diesen Newsletter noch dazu. Hat den Vorteil, dass man auch nochmal das, was man im Podcast hört, nochmal lesen kann, ist die Merkbarkeit höher. So, das ist der Riesenvorteil. Und das bräuchtest du, wenn das jetzt irgendwann intelligent per AI geht, bräuchtest du nicht mehr so viele Menschen, die diesen Newsletter machen. Absolut. Fertig. Also bräuchte man das nicht. Ja, aber dann sind halt Leute weniger. Dann gibt es aber Leute, die weniger da sind. Das meine ich damit. Natürlich wird es immer intelligente Menschen brauchen, die am Anfang des Prozesses stehen. Das ist doch, darum geht es doch. Aber ich meine, ist es ein dankbarer Job, wenn du da in Australien sitzt und dem dem Chappitz seine Texte da redigieren musst? Nicht redigieren. Es geht nicht redigieren, es geht auch aus dem Skript. Aus dem Skript. Einen cleveren Newsletter zu machen. Ja, aber ich meine, das ist doch keine kreative, keine tolle Tätigkeit. Und wir sollen, du bist ja nicht eigen. Newsletter zu machen, Leute, ist doch was Intelligentes. Das machen ganz viele Menschen auf der Welt. Ja, aber die schreiben dann eigene Newsletter. Und ich meine, bei uns beim Fernsehen sitzen dann auch immer Leute, die müssen dann irgendwie in den Crawl immer noch manuell dann auch wieder Headlines reinkopieren, reinschreiben, schnell umschreiben und so weiter. Du musst, keine Ahnung, das sind doch alles so Sachen, die man eigentlich, das sind doch keine Tätigkeiten, die einem wirklich irgendwie Spaß machen. Aber sind viele Menschen, die da einen Job haben. Natürlich gibt es Menschen, die da mit ihr Geld verdienen, ja? Ja, siehst du. Aber vielleicht könnten die dann auch anderswo kreativer Geld verdienen, und da wird es echt mit jeder wird einen kreativen Job machen. Viele sind aber gar nicht kreativ. Viele wollen auch gar nicht kreativ sein. Ja, aber dann machen sie was anderes. Du gehst doch von dir aus. Ja, aber dann machen sie dann vielleicht was anderes. Ich würde nicht. Ja, alle wollen in die Pflege, da bin ich mir ganz sicher. Nein, aber es gibt doch viele andere Jobs. Es wird immer wieder neue Jobs geben, und ich meine, wie gesagt, all diese Lieder wurden angestimmt bei
jeder technischen Revolution, als das Fließband kam und als, wie gesagt, Maschinen in die Landwirtschaft Einzug hielten. Und jedes Mal gab es immer wieder neue Tätigkeiten für Menschen, die sinnvoller waren. Und auch natürlich hat sich auch die Arbeitszeit reduziert, weil das, wie gesagt, muss nicht sein, dass in den Kanzleien und in den Werbeagenturen und überall. Dann musst du aber eine AI-Steuer machen. Da musst du aber eine AI-Steuer machen, damit alle an der Produktivität von AI profitieren. Sonst wäre es ja so, also derjenige, der die AI mal gemacht hat, der schöpft die Sahne ab und für alle anderen bleibt noch unten so ein bisschen wässrige Milch übrig. Das kann es natürlich nicht sein. Dann musst du natürlich gucken, wie du das umverteilst. Das wäre ja das Paradiesische, dass du sagst, die mit AI gemachten Produktivitätsvorschritte kommen jedem zugute. Ich bin mir nicht sicher, dass das bisher in der Weltgeschichte so war. Bisher war es immer so, klar, die Arbeitsbedingungen wurden besser und die Menschen haben mehr verdient. Das lag aber daran, nicht weil die so nett waren, die Menschen, die Leute angestellt haben, sondern weil sie einfach die Leute gebraucht haben. Wenn du nicht mehr die Leute so brauchst, bin ich mir nicht mehr sicher, ob du dann freiwillig noch Sozialleistungen leistest, Menschen gut behandelst, Urlaubsgeld zahlst, Weihnachtsgeld und so weiter. Also da bin ich bin mir nicht so sicher, durch den technischen Fortschritt haben sich einfach die Lebensstandards der Menschen extrem verbessert. Nicht in erster Linie, weil sie jetzt viel mehr Geld verdient haben, sondern vor allem, weil einfach die Dinge auch, sich man eher leisten konnte durch den technischen Fortschritt. Weil du eben, früher war halt ein Kühlschrank ein Luxusgut und ein Fernseher ein Luxusgut und all diese Dinge sind ja erschwinglich geworden für eine ganz breite Masse. Und wir haben einen ganz anderen Lebensstandard, ja, die wir uns durch technologischen Fortschritt leisten konnten. Und haben trotzdem nicht unsere Plätze verloren, unsere Arbeitsplätze, weil eben dann auch wieder mehr konsumiert wurde. Und keine kommen jetzt wieder die Umweltleute und sagen, hallo, alles auf Kosten. Hallo, Defner. Des Raubbaus an der Natur, also was, das Wachstum, das wir gesehen haben. Aber ich glaube, wie gesagt, Goldene und gerade in dem Bereich, wie gesagt, da kann viel getan werden im Bereich die wirklichen Zukunftsaufgaben, erneuerbare Energien und so weiter. Da ist so viel Arbeit nötig. Momentan haben wir überall diese Staus und die Engpässe, weil nicht genug Leute da sind. Und ja, wenn dann mal ein paar weniger Soziologie studieren und vielleicht lieber ich kann jetzt mal sagen, ich bin ja gestern mit einem Lehre machen, um mit einem Hörer, also, genau, um nicht Solarthermie, sondern auch um Elektrolyseurapparaturen herzustellen. Bin ich gestern mit Romain, heißt er, glaube ich, ein Franzose, bin ich gestern gejoggt und der macht Wasserstoff und der hat mir mal erklärt, wie das so funktioniert. Du musst dich, wenn du jetzt so eine Anlage bauen willst, musst du dich bei einem der Elektrolyseurhersteller musst du dich anstellen hinten und hast dann irgendwie wahnsinnig lange Lieferfristen. Also beispielsweise bei ThyssenKrupp, die sind schon relativ lange im Geschäft, das ist eine klassische Anlage, da brauchst du, oder du kannst natürlich auch bei Plug Power, die sind wohl besser im Aktie erzählen als im Elektrolyseur herstellen. Oder er meinte, wenn du was machen wolltest in dem Sektor, dann wäre am ehesten noch, also er war, was den gesamten Sektor anbetraf, war er relativ skeptisch, weil da noch kein richtiges proven Concept dahinter ist, weil viele Elektrolyseuranlagen laufen noch nicht richtig gut. Und da gibt es noch keine wirklichen Zahlen zu, außer bei ThyssenKrupp, aber die haben relativ alte Anlagen mit relativ niedrigem Wirkungsgrad. Und bei Plug Power meinte er, gäbe es halt noch keine richtigen Anlagen. Und bei Nell wäre eher noch was. Also wenn man was machen wollte, Nell, aber die ist wahnsinnig hoch bewertet. Und ansonsten sagt er, sollte man besser die Versorger haben, die einfach ein viel größeres Spektrum haben, die das einsetzen können und die breiter aufgestellt sind. Er würde auch keinen Wasserstoff-ETF nehmen, sondern er würde da eher Versorger nehmen und solche Sachen und weniger die Dinge. Und da hat er eben erzählt, dass halt wahnsinnige Lieferengpässe sind. Dass es halt jetzt gibt wahnsinnig viel Subventionen für. Also finanziert sich wohl auch nur darüber, also auch in Europa ist es wohl so, dass du deinen Wasserstoff subventioniert bekommst. Das ist nicht so, wir sagen immer Amerika, die mit ihrem Inflation Reduction Act, die kriegen ja alles subventioniert. Der meint, das wäre schon etwas größerem Ausmaß in Amerika, als wir es in Europa machen würden. Aber in Europa würden wir genau solche Sachen machen, dass du auch dann nur bei europäischen Unternehmen kaufen darfst und so weiter und so. Also wir sind da nicht viel besser. Aber wie gesagt, ich wollte ja mal wissen, ob Wasserstoff was kann. Und er meinte halt, ja, schwierig, sehr riskant, sehr volatil, sehr hoch bewertet und wenn dann Nell oder eher Versorger. So,
Habe ich so zusammengefasst. Also das wäre jetzt die Idee, dass man, wenn man statt Journalist zu werden, sollte man dann vielleicht bei einem Elektrolyseurhersteller solche Maschinen. Das sieht, die Dinger sehen wohl aus wie so übereinander gelegte Pancakes. Mhm. So übereinander gelegt. Und natürlich ist nicht jeder technisch versiert und begabt. Das musst du halt. Ja, und gibt Leute, die schreiben lieber, aber dann wird es einfach auch wieder. Und dann wird, und wie gesagt, und es gibt heute Etsy, wo man wieder Handgebasteltes verkaufen kann, ja. Hat auch quasi die industrielle Revolution überlebt und dann wird vielleicht auch wieder das handgeschriebene Gedicht oder was auch immer. Ich merke schon. Eine, da kommt der dann immer wieder, sagt, nein, aber es gibt doch immer wieder eine Marktlücke. Ja, oder nein, oder sowas wie ein, heute kann ja jeder einen Podcast machen, kann jeder irgendwie journalistisch publizieren. Das stimmt. Es gibt nicht so viele Markteintrittsbarrieren letztendlich. Und jemand angerufen und jetzt weiß ich mal, wie dieses Influencer-Ding und meinte, führ doch mal ein Interview, ich sage jetzt nicht, wer angerufen hat und nicht, mit wem ich das Interview führe, führ doch mal ein Interview von einer Minute mit Person X und wenn du das auf deinen LinkedIn-Kanal stellst, ich habe jetzt gerade mal 12.000 Follower, das ist gar nicht so viel, dann kannst du damit zwischen 800 und 2.000 Euro verdienen. Das ist das Influencer-Geschäft mit einem Interview. Du siehst, also vielleicht sollten wir uns den Journalismus an den Nagel hängen und sollten uns als Influencer positionieren und dann Interview mit irgendwelchen Leuten machen. Einfach nur ein Video machen. Das Video kriege ich dann, das Schneiden, muss ich auch nicht selbst schneiden, sondern ich führe das einfach nur, stelle das bei mir auf die Seite und dafür kriege ich dann, je nachdem, was ich für einen Kunden habe, zwischen 800 und 2.000. Für deine 300.000 Twitter-Follower, was denn? Da müsste mehr drin sein. Da kriegen wir das, ne? Ja. Aber da kannst du natürlich den Ruf auch schnell ruinieren. So ist es. Und deswegen habe ich dann leider gesagt, muss ich leider dafür ablehnen. Es ist natürlich, aber das ist dann eine individuelle, wenn du deine eigene, quasi dein eigenes Medium, deine eigene Marke so bist. So ist es. Und letztendlich zahlst du jedes Mal. Wenn ich Schmiedprodukte mache, dann ging noch mehr. Ja, dann ging noch mehr. Und die meinte bei TikTok. Bei TikTok, da gäbe es das meiste gerade. Also wer jetzt Influencer werden will, hier zugehört hat und sich fragt, bei welchen Kanälen, also LinkedIn wäre noch relativ wenig, würde man kommen. Twitter wäre gerade so ein bisschen problematisch, weil man nicht wüsste, wen man überhaupt erreicht. Stimmt, das sehe ich ja bei mir auch, dass die Aktivitätsdaten abgenommen haben. Und wenn man was machen wollte als Influencer, gibt es TikTok. Jetzt haben wir sogar hier einen Tipp gegeben. Ja, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Siehste, wie überlebe ich die AI, ja? Also wie gesagt, und das sind ja alles ganz neue Berufsbilder, die entstanden sind, ja. Influencer und dergleichen, ja. Und Sportler, die Electronic Arts spielen und so weiter. Oder Electronic Sports. E-Sports. E-Sports. So heißen die gar nicht. Electronic Arts ist die Firma, ja. Und dergleichen. Also, wie gesagt, da kann man sich immer wieder beschäftigen und irgendwie auch teilweise Geld mit verdienen. Das ist, ich glaube, ich bin da nicht bange. Ja? Und wenn, dann dauern diese Entwicklungen, das ist auf jeden Fall immer noch Jahrzehnte. Aber wie gesagt, sollte man sich immer orientieren und letztendlich, glaube ich, bei der Berufswahl am Ende ist immer das Entscheidende, was macht mir wirklich Spaß, wofür brenne ich wirklich, wo habe ich eine Leidenschaft und natürlich auch eine Begabung. Und dann, glaube ich, wird man immer so gut sein, dass man da auch gegen die Konkurrenz von AI und so weiter und so fort punkten kann. Gut. Haben wir das jetzt auch geklärt? Dann gab es noch zwei Anmerkungen zu vergangener Woche. Noch einmal BioNTech. Da hieß es, Chapitz soll mal seine Falschmeldung korrigieren, dass BioNTech jetzt seine Krebsforschung aus Deutschland abzieht und die nach Großbritannien verlagert. Ich hatte ja nur was wiedergegeben aus dem Weltwirtschaftsgipfel, wo zwei Menschen unabhängig voneinander erzählt hatten, dass BioNTech die Krebsforschung nach Großbritannien verlagert. Und die machen da wohl jetzt ein Forschungszentrum auf. Und was jetzt das Strittige ist und was ich habe jetzt nochmal recherchiert, was man jetzt nicht genau sagen kann, wird jetzt die komplette Krebsforschung nach Großbritannien dann verlagert, wenn sie damit fertig sind? Oder aber wird das zusätzlich aufgebaut? Auf jeden Fall, was man sagen muss, dass wohl die hauptsächliche Krebsforschung in Großbritannien gemacht werden soll. Ob da noch in Deutschland was bleibt oder nicht, das konnte ich nicht ausfindig machen, habe jetzt auch nicht da angerufen bei BioNTech. Aber so eine Falschmeldung, wie viele hier unterstellt haben, ist es dann wohl nicht. Und das Zweite, was wir noch hatten, war ja das E-Auto, was mit bösem Braunkohlestrom gefüttert wird und dann schmutziger ist als der Verbrenner. Und da hat uns dann Georg geschrieben, also nicht Georg, der vom World Economic Forum, sondern einen anderen Georg. Und der hat mir da irgendwie zwei Seiten geschrieben mit Grenzstrom und sonst was. Und er meinte, wir wären da einer Bullshit-Diskussion, wäre ich da aufgesessen. Und es wäre nicht so. Und am Ende, wenn man die gesamte Kette machen würde, wäre selbst wenn sein E-Auto mit Braunkohlenstrom betrieben würde, wäre es genauso schmutzig wie
die Benzinkarre. Aber da sind so viele Annahmen drin, die will ich jetzt nicht alle hier ausführen. Ja, vor allem, es geht ja auch nicht, es geht da auch gar nicht darum, dass man das E-Auto mit Braunkohle fährt. Auch nicht, auf, sondern auch wenn es jetzt im Augenblick auch eben aufgrund der Verwerfungen durch den Ukraine-Krieg und anders geworden ist, vielleicht als man zuletzt dachte. Aber letztendlich muss ja Ziel sein, dass man so schnell wie möglich auf den Strom auf jeden Fall komplett auf erneuerbare Energien umstellt. Ja, und von all denjenigen, die dann so argumentieren, würde ich mir einfach mehr Engagement für einen Ausbau von Erneuerbaren, mit dem wir gleichen Vehemenz für Windkrafträder streiten würden. Aber das sind ja genau diejenigen, die dann auch gegen jedes Windrad zu Felde ziehen, ja, die sich heute darüber beklagen, dass ja die E-Autos mit so dreckigem Strom fahren. Ja, die setzen sich ja nicht dafür ein, dass der Strom sauberer wird. Nein, sie haben da eine politische Agenda gegen E-Autos. Und man muss einfach immer wieder sagen, auch wenn man das jetzt das Elektrolyseurproblem sieht, letztendlich ist, natürlich kann man mit E-Fuels, wie auch der VW-Chef hat es ja auch im Welt am Sonntag-Interview, was er nochmal ausführlich dargelegt, die Vision mit E-Fuels dann Autos zu betreiben, Verbrenner. Und das ist, glaube ich, auch wirklich smart, dass man sagt, die alten Flotten muss ich auf jeden Fall, ich meine, du kannst ja nicht irgendwie komplett die alten Verbrennerautos einstampfen, sondern wenn du da eine smarte Lösung findest mit E-Fuels und die haben irgendwie die Vision, dass sie das irgendwie unter 2 Dollar, 2 Euro den Liter drücken wollen, das wäre natürlich absolut konkurrenzfähig. Ja, glaube ich noch nicht so richtig ganz dran. Aber energetisch sind natürlich E-Fuels längst nicht so effizient wie ein batterieelektrisch betriebenes Auto und auch ein Wasserstoffauto ist längst nicht so energieeffizient, weil man ja immer die Energie umwandeln muss und jedes Mal einfach viel Energie verliert. Und deswegen sind eigentlich batterieelektrische Autos das effizienteste und ich glaube, wie gesagt, nach wie vor, das ist ja meine Hauptthese einfach. Das Effizienteste ist gar nicht Autofahren. Immer dieses. Naja, natürlich gar nicht Autofahren, ja, aber das ist. Leute, ja, get Illusion. Used to it. Kriegt euch mal ein. Nicht jeder muss ein Auto haben. Nicht jeder. Aber, ja, aber immer diese Voraussetzung. Ja, aber jeder jetzt, muss ein Auto haben und nein, dann aber mit den elektrischen. Nein, ja, stimmt. Aber nicht. Aber ich meine, du wirst jetzt das Auto nicht wegbekommen. Also, das ist ja. Also, man muss es aber zurückdrängen. Also, ja, ich finde schon, man muss es zurückdrängen und ich finde, da muss nochmal also ran. So jetzt nochmal neu. Neue Autobahnen bauen und nochmal dies. Nee, das ist nicht der richtige. Das richtige Ziel. Willst du mich jetzt auf der grünen links überholen hier? Nein, aber ich finde, wenn du die Kosten neu denkst, dann musst du auch einfach feststellen, Straßenraum, den du mit deiner blöden Kiste vollstellst, okay, das muss auch einfach bepreist werden. Das muss oder kann das nicht? Ja, aber das sage ich ja kann schon ich, immer. Da kann ich nicht einfach sagen, es gibt so einen Parkausweis in Berlin, kostet ich irgendwie 5 Euro im Monat. Nee, ja, noch nicht das mal. Ist nicht. Irgendwie, keine Ahnung, in 2 Jahren irgendwie 30 so Euro oder sowas. Und das kann doch nicht sein. Ja gut, da bin ich ja bei dir. Ja. Das muss bepreist werden. Ja, das und wenn wir auch alles schon bepreisen, ja. Versiegelung und von Flächen und so weiter, dann muss einfach auch da ein bisschen anderer Preis drauf. Genau, muss anderer Preis drauf und dann setzen sich auch andere Mobilitätskonzepte durch, aber da wird auch das Auto weiter einen Beitrag dazu. Das können auf jeden nicht Fall. Alle ich will es ja nicht raus. Ich will ja nicht das Auto aus der rausbreiten. Aber es ja, muss können nicht alle wieder Chabits im Fahrrad fahren. So, weil, so. Es hat heute geregnet und ich bin trotzdem gefahren. Ja, du bist einfach harter Hund, ja. Aber fährst halt im Regen, mein Gott. Ja, aber ich meine, es finde ich. Nein, aber es schlauere. Ja, aber ich meine, es gibt auch Leute, die noch weiter weg von der Arbeitsstelle wohnen und das einfach. Dann ja, wohnen sie ja für billiger. Ist. Und dann natürlich gibt es öffentlichen Gefahr, aber ich bin nicht der Autofahren. Ich finde, man braucht. Und dann, wenn Autos energieeffizient fahren, mit dann ist es ja eine saubere Sache. Und das dann Ding muss hergestellt werden, dafür brauchst du wahnsinnig viel Rohstoffe. Jetzt hör doch auf. Also selbst wenn das Auto erstmal bei dir vor der Tür steht als E-Auto, wie viel Rohstoffe hast du da drin? Da hast du Kupfer drin, da hast du irgendwie, da kann man viel CO2-frei abbauen und so weiter. Natürlich ist immer absoluter Verzicht letztendlich das Beste. Aber es ist doch nicht die Realität. Die Leute wollen auch gerne Annehmlichkeiten haben, wie viele wollen ein eigenes Auto und brauchen es oder brauchen es nicht, aber wollen sich das leisten. So. Ich bin nicht dieser Anhänger, der wir müssen auf alles verzichten, sondern ich finde, technologischer Fortschritt kann uns das ermöglichen, dass wir wie gesagt, solche Dinge nutzen und dass wir angenehmes Leben haben und trotzdem nicht weitgehend auf alles verzichten müssen und trotzdem die Umwelt und das Klima schonen können. Und dafür gibt es eben, finde ich, neue Technologie. Ich habe gleich auch nochmal ein Beispiel, nochmal zum Mobilitätskonzept. Super. Bei meinem Bullen, ja.
was jetzt nicht ein eigenes Auto ist. Ja, okay. Also das hätte ich gleich auch nochmal dabei. Dann würde ich sagen, startest aber, du gleich. Nee, aber ich finde, eins sollten wir auch nochmal nachtragen, gut, weil wir hatten ja neulich, du hattest ja einen Bullen damals, glaube ich, für Trade Republic verliehen. Hatte ich das? Für die, also ich würde mal sagen. Hätte ich für den Bullen? War das nicht? Aber wir hatten es erwähnt, auf jeden Fall. Nein, es ist auf jeden Fall wieder ein neuer Wettbewerb reingekommen in die New Broker-Szene und da muss man sagen, die mischen auf jeden Fall den Wettbewerb insgesamt sehr auf. Trade Republic ist ja vorgeprescht mit Tagesgeld 2% für alle Neu- und Bestandskunden bis 50.000 Euro. Und das war vor wenigen Wochen. Und der Konkurrent Neo Broker Scalable Capital ist jetzt auch nachgezogen. Die bieten, haben noch ein bisschen was draufgelegt, 2,3% für Guthaben bis zu 100.000 Euro. Allerdings hier unter einer Bedingung, nur wenn man ein Prime Plus Abo hat für 4,99 Euro im Monat. Kann man leicht ausrechnen, was einen das kostet. Das sind 60 Euro im Jahr. Und kann man sich jetzt ausrechnen, was ist jetzt für mich die günstigere Variante? Ab 20.000 Euro ist es im Prinzip, lohnt sich dann Scalable. Wenn man jetzt rein nur sagt, man will da sein Tagesgeld hinlegen, weil dann hat man quasi bei beiden Angeboten 400 Euro nach Abzug der Gebühren bei Scalable. Und dann hat man bei Scalable aber noch den kostenlosen Broker dazu. Bei Trade Republic kostet ja ein Trade 1 Euro. Aber wenn man es jetzt rein als Tagesgeldalternative sieht, dann ist so quasi Break-Even 20.000 Euro. Und alles, was darunter ist, fährt man mit Trade Republic letztendlich günstiger. Ich muss ja gestehen, ich finde ja so Angebote, wo es Haken und Sachen gibt, finde ich immer doof. Ich erinnere mich noch an dieses Modell Deutsche Bank. Hey, wir geben euch 2% Zinsen, das war eine Nullzinswelt. Wenn ihr von 100 Euro 50 für Zinsen anlegt und 50 in einen DWS-Fonds. Ja, dieser gut. DWS-Fonds hat 5% Ausgabeaufschlag, also hast du ja den Zinsen selbst finanziert. Ich finde solche Angebote immer. Ja, aber das ich ist, bin nochmal, ja, ich bin, das ich bin ist bei aber Scalable, ein ganz anderes Angebot. Aber das ist auch, da wird auch irgendeine Bedingung dran. Ich bin bei Scalable Selbstkunde. So. Und habe da meine Sparpläne alle laufen. Und da bin ich übrigens mit Nvidia im Plus. Ich bin nämlich, und das muss ich nochmal, wie hieß er, Roland hieß er? Mit Nvidia bin ich im Plus, seitdem ich im November habe ich meinen Sparplan begonnen. So. Also wenn du es als Sparplan hattest, hast du nicht minus 35, wie ich vorhin ausgeführt habe, sondern bist sogar im Plus. So. Und ich kriege jetzt keinen Cent da Zins, weil ich halt nicht diesen 5 Euro pro Gab. Und ich will das auch nicht haben. Warum? Und außerdem, ja gut, wer bitteschön macht jetzt, wer von unseren Menschen? Und dann musst du immer dir überlegen, oh, jetzt bin ich ja gar nicht mehr bei 20.000, jetzt habe ich ja nur noch 15.000, weil ich hier für 5.000 ein paar Aktien geholt habe. Schon bist du wieder, musst du rechnen. Das bringt dir im Kopf Wirrheit. Also ich finde klare Gedanken, klar, ich weiß, Kohle, die ja, ich da habe, bringt mir 2%. Aber wenn man fertig. Sich, genau, das ist okay, einfach. Aber 2,3, wenn du noch das machst, wenn du noch rote Haare hast und noch irgendwie ein drittes Bein und noch irgendwie humpelst. Nee. Aber wenn man sich so anschaut, was sonst im Markt unterwegs ist, wo es nur für Neukunden dann und dann nur auf 6 Monate befristet und nur an irgendwie andere. Also ich sage ja nichts, das ist schon okay. Finde ich schon sehr, sehr großzügig. Und wie gesagt, aber 2% ist relativ ohne leicht finde ich besser als 2,3% mit Bedingungen. Finde ich auch besser, ja, bin ich bei dir. Einfach. Aber wenn du sagst, für alle über 20.000 und es gibt, glaube ich, wirklich viele Leute, die solche Beträge oder höhere Beträge bis 100.000 Euro gibt. Nein, wer tradet, kann das auch machen. Wer tradet, kann auch machen. Sobald du, wenn du Trader bist und einfach sagst, ich will mein überschüssiges Geld mit 2,3% und ich mache diese Flat-Fee, würde ich auch sagen, sofort mach das, dann ist es besser als Trade Republic. Wenn du Trader bist, dann hast du ja genau die 5 besser. Euro auch sofort. Also ab 5 Trades im Monat hast aber du wer will denn als die 5 Euro auch schon drin. Ja, also da lohnt sich dann auch für weniger. Und ich meine, das ist doch das Schöne an einer freien Marktwirtschaft, dass es da unterschiedliche Angebote gibt und dass man dann als Smarter, so der Kollege rennt in jeden Supermarkt und vergleicht den Nutella-Preise, aber hier kriegt er Flattern im Kopf, wenn er jetzt mal einmal ein Zinsdings vergleichen soll. Also ich finde das... ist mir zu kompliziert. Nein, aber das lebe der Wettbewerb und das Leben... und ich meine, wie die jetzt den Wettbewerb insgesamt aufmischen, jetzt hier im Leben irgendwo 2% gekriegt. Finde ich super. Also ich bin begeistert, dass da endlich mal jemand kommt und da einfach mal die EZB weitergibt. Zumal wir ja diese Woche EZB-Woche haben. Genau. Und es wird erwartet 50 Basispunkte und wir haben jetzt schon 2% Einlagenzins und wenn wir jetzt noch überlegen, 50 Basispunkte drauf, hätten wir 2,5%. Und wenn du 2,5% hast, genau, Einlagezins heißt, das ist genau das Geld, was die Bank dafür kriegt, wenn sie Geld bei der EZB
hinterlegt. Und wenn du mit der Bank ein Verhältnis hast und das Geld denen gibst, können die dein Geld, was du überschüssig auf dem Girokonto, wo auch immer es du hast, können sie es für 2,5 hinlegen. Jetzt, wenn du natürlich jetzt irgendwie so ein Tagesgeldkonto, dann musst du natürlich immer noch, hast ein bisschen administrativen Aufwand, da musst du gucken, ist es wirklich der Defner, musst du irgendwie in den Einlagensicherungsfonds noch was einzahlen. Also von den 2,5 bleibt nicht 2,5 übrig, sondern bleibt vielleicht 2,3 übrig. Aber jeder, der dir weniger als 2,3 oder 2,2, je nachdem wie effizient deine Organisation es liefert, der macht ein Geschäft und zwar zu Lasten der Kunden. Und deswegen finde ich das völlig okay, dass da mal jemand kommt und sagt, wir nutzen es aus. Sonst ja, macht die Bank Tonnengeschäft. Ja. Ja, dann gibt es ja wahrscheinlich immer noch Hausbanken, die noch Negativzinsen kassieren. Nee, ich glaube, Negativzinsen sind jetzt vorbei. Ja, das glaube ich schon. Aber du hast noch die alten Kontogebühren. Das ist genauso wie damals. Ja. Ich erinnere mich noch, Koffergebühren bei den Fluggesellschaften. Nee, ja, der Benzinpreis ist gestiegen. Wir brauchen Koffergebühren. Kaum war der Benzinpreis wieder unten. Die Koffergebühren blieben. Und so ist es bei den Kontogebühren. Genau, Kerosingebühren für das Gepäck. Ach, fürs Gepäck auch. Früher gab es für Gepäck, war umsonst. Das hast du mitgenommen. Und heute kostet das irgendwie, weiß ich nicht, 60 Euro, 70 Euro, sonst was. Ja, das kostet mehr als der Flug. Also kostet teilweise mehr als der Flug. Und genauso ist es mit Kontoführungsgebühren. Da hieß auch, wir können kein Verwahrentgelt nehmen, wir machen es über eine Kontoführungsgebühr. Diese Kontoführungsgebühren, die werden nicht runtergehen, sondern da müsst ihr selbst tätig werden, dass es passiert. Die bleiben garantiert, auch wenn es jetzt wieder Zinsen gibt. Insofern finde ich gut, wenn jemand Wettbewerb macht und wenn jemand sagt, hey, das kann nicht sein, dass die Sparkasse oder wer auch immer dir Kontoführungsgebühren nimmt und jetzt auch noch keine Zinsen liefert. Das gibt beides, finde ich. Aber es sind jetzt auf jeden Fall zwei sehr, sehr attraktive Angebote. Und wenn es noch weitere solche attraktive Angebote, die wir jetzt nicht auf dem Radar hatten, die jetzt da in diese Range reingehen, schreibt uns gerne. Dann würden wir es auch hier mit aufnehmen. Aber ich finde, da kann man sich relativ leicht ausrechnen, wie man dran ist, wo man mit seinem Spargroschen dann gut aufgehoben ist und ungefähr mit dem, was man tradet. Also das ist, ja, wie gesagt, einer hat halt dann so. Und ja. Gut. Gut, dass du es noch gesagt hast. Wir wollen ja den Wettbewerb stimulieren, damit Leute auch jetzt zu ihrer Bank gegebenenfalls gehen und sagen, wisst ihr, Freunde, so wird es nichts. Aber leider kann man ja da nicht mehr verhandeln. Das ist ja immer doof, ja. Also das ist, wenn man zu seinem Banker geht und sagt, ich hätte gerne, gib mir mal ein paar Gruppen. Na, wir haben beispielsweise damals bei der Commerzbank, hatten wir ein kostenloses Konto und dann sollten wir immer zustimmen, dass wir Kontoführungsgebühren machen. Die Frau, wir haben so unser Gemeinschaftskonto, die Frau, wie wir immer so schön sagen hier. Und dann habe ich dann nie zugestimmt. Dann haben sie mich nochmal angeschrieben, nochmal. Und inzwischen schreibt mich keiner mehr an, aber ich habe die Kontoführungsgebühr noch nicht. Und das ist es. Und insofern kann man auch entweder durchaus sitzen oder ich würde vermuten, ich könnte auch jetzt sagen, Freunde, wenn ich jetzt die Kontoführungsgebühren hätte, nehmen Sie mal weg. Ich glaube, das geht schon. Vielleicht bei Kontoführungsgebühren. Naja, aber eigentlich meistens sind die Sachen so standardisiert und du kommst nicht mehr raus und dann hat der einzelne Banker da meistens nicht mehr so richtig viel Einfluss. Egal, aber man sollte es auf jeden Fall probieren. Ja, ich bin immer für Druck. Ja? Ja. Und zumindest mal Bescheid sagen. Ja? Bescheid sagen, gib mal Bescheid. Ja, und dann, aber irgendwann muss man dann auch dann mal abwandern. Ja, das habe ich ja auch schon öfters mal gemacht. Und mal wechseln. Und da kommen wir ja auch noch dazu, Depotwechsel und so weiter, alles keine Undinger, alles möglich und kommt noch bei unseren Fragen und Antworten, bei unserer Aufräumaktion. Stimmt, wir haben nämlich, genau, das ist nämlich unser Thema eigentlich heute, dass wir auf unsere Folge mit der finanziellen Freiheit ganz viele Fragen bekommen und die wollen wir beantworten. So, jetzt haben wir schon Vorrede gehabt und sollten wir vielleicht jetzt mal zu Bullen und Bären kommen, damit wir auch noch ein paar Fragen beantworten können. Ich fange mal an mit meinem Bullen. Genau. Bei, wie gesagt, gerade schon mal angedeutet, Mobilitätskonzepte. Da ist mir ein Artikel des Kollegen Philipp Vetter, auch Podcast-Host bei AAA. Ja. Ja, und natürlich Verkehrsexperte bei Welt in der Wirtschaftsredaktion und unter anderem für Verkehr, für die Bahn und für Autobauer zuständig. Und er hat einen interessanten Artikel letzte Woche geschrieben über autonome Shuttle-Dienste, vor allem bei der Bahn, die überraschende Antwort der Bahn auf ihr Nahverkehrsproblem und hat da berichtet, wie weit und wie die Pläne der Bahn aussehen, dass sie bis 2030 200 Millionen Fahrgäste im On-Demand-Verkehr transportieren wollen, also mit wirklichen Shuttle-Diensten, die dann als Ziel autonom durch die Gegend fahren. Und als einer, der vom Land kommt, wo man, also diese Autodiskussion ist halt wirklich eine Stadtdiskussion. Ja. Natürlich habe ich in der Stadt auch kein Auto mehr, aber ich weiß halt, wie es auf dem Land ist. Da will ich auch niemandem das Auto absprechen. Ja, und wenn du in irgendeinem kleinen Dorf wie ich aufgewachsen bist, dann bist du halt irgendwie, dann die ist einfach Mobilität
der erste Schritt in die Freiheit, weil vorher bist du halt immer davon abhängig, dass dich irgendeiner irgendwo hinkarrt. Ja? Das ist die nächste Kleinstadt, wo ich zur Schule gegangen bin und war erstmal 10 Kilometer in die nächste Stadt, weil dann schon allein in die Schule zu kommen war immer problematisch, weil da eben nicht alle Stunde oder alle halbe Stunde, sondern einfach nur dreimal am Tag oder so der Bus fährt und all diese Dinge. Und da bist du natürlich und ab, sobald du deinen Führerschein machen kannst, vorzeitig hast du da ein Auto. So ist es. Und da gibt es einfach kaum Alternativen. Und dann fahren die Jugendlichen natürlich dann auch betrunken Auto, wenn sie in die Disco fahren oder was auch immer. Und all diese Probleme könnte man natürlich mit einem besseren Mobilitätskonzept auch auf dem Land lösen. Aber du wirst es nicht schaffen, dass da irgendwo halbstündlich ein Bus durch die Gegend fährt und jedes Dorf abklappert. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist natürlich so ein On-Demand-Konzept die Lösung für das Land. Und das wird einfach, glaube ich, wirklich das Leben auf dem Land revolutionieren, weil du plötzlich mobil bist, auch für ältere Menschen, die nicht mehr mobil sind und so weiter. Dann ist ja auch ein Akt, dann irgendwo zum Arzt zu kommen, wenn du auf dem Land lebst, ja, und so Dinge. Und dafür wäre das natürlich eine super Lösung, das, was die Bahn davor hat. Also im Prinzip Shuttlebusse, die man eben abrufen kann und sagen, hier bin ich jetzt hier im Dorf XY und hol mich hier mal ab. Und dann plant er seine Routen und bringt dich zum Punkt B. Wir haben solche Shuttle-Dienste in den Großstädten schon vor Corona hier erprobt. Die sind dann im Prinzip Corona zum Opfer gefallen, weil dann plötzlich das ganze auch Nachtleben und so weiter zum Erliegen kam und vor allem auch nicht mehr Gemeinschaftstaxis man sich teilen konnte und so weiter. Und da gab es schon hoffnungsvolle Versuche dann mit Fahrern. Aber das Ziel ist natürlich, diese ganzen Dinge autonom fahren zu lassen und dann sind sie halt auch wirtschaftlich sinnvoll. Ne? Und daran arbeitet die Bahn eben und viele andere natürlich auch, aber die Bahn arbeitet zusammen mit Mobileye. Das ist ja ein israelisches Softwareunternehmen, das in diesem Bereich des autonomen Fahrens aktiv ist und daraus wird jetzt dann mal quasi auch mein Bulle der Woche. Natürlich zum einen für die Bahn, die fleißig an solchen Konzepten arbeitet, aber auch für Mobileye, denn das Ganze ist ja auch eine Aktie. Und so, Mobileye arbeitet seit vielen Jahren eben an der Technik fürs autonome Fahren, schreibt auch der Kollege Vetter. Und sie sind immer noch nur in Test- und Pilotprojekten unterwegs, aber auch da bei der Bahn schon auch weit. Und sie streben an einen Betrieb im sogenannten Level 4, also wenn das Fahrzeug ohne Fahrer unterwegs sein können. Und wenn es dann zu Problemen kommt, dann würde das Fahrzeug automatisch dann anhalten, an den Straßenrand fahren und dann irgendwann kommt Hilfe, ja. Mobileye arbeitet eben nicht nur mit der Bahn zusammen, sondern sie sind ja mit vielen Autokonzernen hier zugange. Zum Beispiel mit Audi, BMW, Volkswagen, General Motors und Ford und mit vielen anderen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und ja, sie sind ja eine Tochter von Intel, ja. Intel, da gab es ja letzte Woche desaströse Nachrichten, ja, sehr, sehr enttäuschende Zahlen. War das nicht eine? Doch, war Intel. Ich wollte sagen, war Intel nicht eine Idee von dir für 2021? Das war eine Idee für 2021, ja. Ja, 23. 23, war 23, für 22 und für 23. 22 ist nicht aufgegangen, also, 23, boah. Mal sehen. Vielleicht. Boah. Auf jeden Fall hat Intel nicht nur Probleme, sondern auch eine hübsche Tochter und Mobileye ist so eine hübsche Tochter, die sie dann letztes Jahr an die Börse gebracht haben. Also sie haben Mobileye ja gekauft, übernommen vor einiger Zeit für 15 Milliarden Dollar 2017. Und dann haben sie sie im Oktober des vergangenen Jahres an die Börse gebracht, aber nur zu einem ganz kleinen Teil. Und es war ein rasanter Absatz. Ja. Die haben am ersten Börsentag teilweise um 36% zugelegt, die Aktie. Ausgabepreis war bei 21 Dollar, dann stieg sie am ersten Tag bereits auf 28,50 Dollar, aktuell ist sie bei ungefähr 36 Dollar.
Aber sie kam ja in einem schwierigen Börsenjahr trotzdem an die Börse, obwohl das Marktumfeld schwierig war. Wir erinnern uns, Ende Oktober, das war keine ruhige Zeit. Trotzdem haben sie das gewagt. Sie hatten ursprünglich eine ganz andere Marktkapitalisierung angepeilt von ungefähr 50 Milliarden und haben sie dann ungefähr nur zu einem Drittel dessen, was sie ursprünglich mal angepeilt haben, dann an die Börse gebracht. Zeigt da möglicherweise auch eine gewisse Bewertung, die noch drin ist bei dieser Aktie. Und Mobileye, haben bisher 100, hieß es letztes Jahr zum Börsengang, dass sie knapp 120 Millionen Fahrzeuge schon mit Fahrassistenzsystemen ausgerüstet haben. Und die arbeiten eben, habe ich schon genannt, mit vielen zusammen, die hier im Bereich autonomes Fahren oder Fahrassistenz sich verstärken wollen. Und nicht alle wie Tesla machen wir selbst, sondern viele brauchen da eben Zulieferer. Und ich glaube, da ist Mobileye wirklich sehr führend. Und das zeigt sich auch in den Zahlen, die sie jetzt gerade vorgelegt haben. Da haben sie die Erwartungen übertroffen und sie haben vor allem ihre Umsatzprognose angehoben für 2023 auf 2,2 bis 2,28 Milliarden Dollar. Und das war über dem Durchschnitt dessen, was Analysten erwartet haben. Und deswegen ist auch da die Aktie angezogen. Also, das kann man sich mal anschauen, die Aktie, finde ich. Ich bin jetzt nicht investiert und werde wahrscheinlich jetzt auch so schnell, ich packe die mal auf die Watchlist und beobachte die. Ist jetzt nicht mein Hot-Top-Pick, aber ich finde mal was anderes aus diesem Bereich Mobilität ganz spannend. Ich bin natürlich der große Tesla-Fan und Mobileye ist ja quasi auch Konkurrenz irgendwie zu Tesla. Da ist die Frage, welches System setzt sich durch? Aber ich glaube, es wird ja nicht entweder Tesla oder das System von Mobileye, sondern es wird sich vieles durchsetzen im autonomen Fahren. Und natürlich ist in erster Linie eine Wette darauf, dass irgendwann autonomes Fahren kommt. Und da bin ich felsenfest davon überzeugt. Das dauert immer noch und die Regularien und so, aber irgendwann wird es den großen Durchbruch geben und dann ist nicht mehr aufzuhalten. Also gerade für solche Anwendungen wie das Land mit Mobilität, das flache Land mit Mobilität zu versorgen, ist es dann wirklich revolutionär. Und auch in der Stadt ist es dann revolutionär, wenn du halt eben nicht nur den Uber oder das Taxi oder so dir rufst, sondern eben so einen Shuttlebus, der dann einfach auch wirklich fast genauso schnell am Ziel ist und ein Bruchteil dessen kostet und eine gute Ergänzung zum ÖPNV ist. Also du musst einfach, ich bin dafür, dass man tolle Gegenangebote, Mobilitätskonzepte schafft und dann kann sich jeder überlegen, ob er jetzt immer noch selber ein Auto haben will oder braucht oder ein Robotaxi sich von Tesla kauft, dass er dann mit anderen teilt und so weiter und so fort. Also wird es viel, viel geben in Zukunft und ich finde es sehr, sehr spannend und spannend ist, dass man als Aktionär mit dabei sein kann und wer Interesse hat, kann sich mal Mobileye angucken als Idee. Sehr schön. Ich habe es mal angeguckt. Es gibt zwei Aktiengattungen, Mobileye A und B. Und die Bs werden gehalten von Intel. Ja. Und die A sind, genau, die halt sind frei verfügbar. Ich weiß gar nicht, wie die. Und die Bs sind die Stimmberechtigten, also die haben sie komplett bei Intel noch. Also die genau. Im Prinzip die Stimmrechts. Du hast so kein Stimmrecht, aber trotzdem, die Aktie ist ganz gut gelaufen, ist seit Jahresanfang nur 3. Aber Intel ist auch noch 7% im Plus seit Jahresanfang. Ja, so schlecht sind sie gar nicht gelaufen. Ja, und trotz dieses desaströsen Ausblicks, das zeigt ja, wie gut die Stimmung derzeit ist. Ja, und Mobileye ist auch eben nicht günstig bewertet, da ist kein Schnapper. Und ach, nur ein KGV von 54, aber immerhin Gott. Natürlich 29 Milliarden Market Cap ist jetzt auch, wie gesagt, und wenn 50 Milliarden mal für den Börsengang angedacht waren, das war aber allerdings noch im Jahr dann 2021, als sie zum ersten Mal darüber nachgedacht haben und also irgendwie noch andere Bewertungen im Prinzip im Raum standen grundsätzlich für Technologiewerte, aber wie gesagt, wenn sie sich durchsetzen und der große Ausrüster von vielen und ich meine viele andere, die haben ja dann auch eine Preissetzungsmacht, wenn du irgendwie, die machen diese komplette und ich meine neben Elektromobilität ist natürlich die autonome Technologie das Kernstück dann eines Autos, ja, und ich verstehe es natürlich nicht, warum BMW und sich andere sich abhängig machen, aber sie haben natürlich nicht ein Laden wie BMW kann sowas nicht selber entwickeln von daher haben die natürlich da auch eine gute Preissetzungsmacht, weil das ist, kannst du nicht einfach so schnell und mal
Selbstfahren macht ein Auto 10-mal produktiver, das wissen wir seit Elon Musk. Und dann hast du auch das Mobilitätskonzept der Bahn. Ich habe das ja erlebt, als ich in Bayern mal war bei der Seidel-Stiftung, da gab es auch solche Mobilitäts, da konntest du anrufen und dann kam ein Taxi sogar an. Die hatten sogar so eine Taxi-Service. Fuhr natürlich nicht mehr, als ich da fahren wollte, aber die Bahn nutzte da auch, oder der öffentliche Nahverkehr hat dann einfach normale Taxiunternehmen gechartert. Wow. Und dann konntest du zum Taxi fahren, zum Bustarif, weil da hätte sich ein Kleinbus nicht gelohnt. Und das war wiederum okay. Und dann merkte ich, es kann, wenn natürlich noch den Taxifahrer zahlen muss, dann wird es natürlich wahnsinnig teuer, so ein Konzept, auch wenn das dann selbstfahrend ist. Kann das gut sein. So, dann komme ich mal zu meinem Bullen, damit wir hier, und das ist auch schon Teil der Recherche für finanzielle Freiheit. Es geht um, ich habe da, bei der Recherche ist mir eine Sache aufgefallen, die wollte ich hier gleich mal als Bullen droppen. Und zwar habe ich als Bulle der Woche einen Swap-basierten S&P 500 Indexfonds. Jetzt sagt jeder, Swap-basiert, Hilfe, das sind doch diese bösen Produkte, Derivate, die irgendwann kaputt gehen und ich dann irgendwann ohne dastehe. Aber ich erkläre mal, warum ich auf diesen Bullen gekommen bin und erkläre dann auch noch, was Swap-basierte ETFs sind und vor allen Dingen, was noch viel wichtiger ist, warum ihr, wenn ihr meint, ihr bekommt den Index, nicht den gesamten Index kriegt, sondern nur einen Teil des Indexes. So, das ist jetzt mal zusammengefasst, was in meinem Bullen drinsteckt. Und zwar ist es ja so, wenn man ein Indexfonds ist ja immer das Schöne ist, man denkt, man kriegt einen Index, man nimmt einen DAX und dann kriegt man einen DAX oder man nimmt einen S&P 500 und man kriegt einen S&P 500. Das Problem ist aber, beim DAX, da sind die Dividenden immer mit drin. Und wenn man einen DAX-Indexfonds hat, hat man gar keinen richtigen DAX-Indexfonds, sondern man hat einen DAX mit Netto-Dividenden. Weil, wenn du nämlich Dividenden von der Firma ausgeschüttet wird, dann wird ein Teil geht sofort weg und fließt gar nicht dem Fonds zu. Und das ist bei sämtlichen auf der Welt, man gibt eine schöne KPMG-Liste, wo man sehen kann, wie viel Quellensteuer bei diesen also Dividenden musst du nochmal erklären, wird. Der DAX ist ein Performance-Index. Das ist ein Performance-Index. Das sind die Dividenden 100% mit drin. Also deswegen ist der DAX auch in der Regel müsste er besser sein als andere Indizes. Also wenn im beispielsweise Gegensatz zum Dow Jones oder anderen, ne, das sind die Dividenden, die sind nur wo die Dividenden nicht einkalkuliert werden in die Entwicklung. So, das muss man immer noch mal dazu sagen. Und wenn man den DAX-ETF hat, dann denkt man, man bekommt einen DAX, aber man bekommt gar nicht den DAX, sondern man bekommt sogar weniger, weil ein Teil direkt quellensteuermäßig gar nicht dem Fonds voll zufließt, sondern es geht halt als Steuer direkt weg. Und das ist bei allen Indizes in dieser Welt so. Nur ist es halt in unterschiedlichen Jurisdiktionen ist es unterschiedlich gehandhabt. Also wenn ihr beispielsweise einen S&P 500 Index vorhabt, dann ist der S&P 500, das ist ein Kursindex, da sind also keine Dividenden drin, aber ihr kriegt die Dividenden, ihr kriegt also der zugrunde liegende Index ist ein Preisindex, also kriegt die Dividenden mit rein, aber eben nicht voll. So. Und jetzt ist die Sache, wie viel geht von der Dividende, wenn beispielsweise Intel in den Indexfonds in Deutschland Dividende, wie viel wird da weggenommen? Und da gibt es Unterschiede. Und die Unterschiede sind, wenn der Fonds beispielsweise in der EU aufgelegt worden ist, in Deutschland oder in Luxemburg oder wo immer, werden 30% einbehalten. Also 30% gehen schon mal weg. Jetzt gibt es diese wunderbare Sache, dass Irland sich so einen Steuerparadieszustand gemacht hat, wenn der Fonds in Irland aufgelegt ist. Es geht immer um Indexfonds, nicht um normale, es müssen börsennotierte Geschichten sein. Wenn also der Indexfonds in Irland aufgelegt worden ist, gehen nur 15% weg. Also wenn ihr einen Indexfonds kauft, der auf amerikanische Wertpapiere habt und ihr wollt einen physisch replizierenden nehmen, dann müsst ihr immer gucken, dass dieses Ding in Irland aufgelegt worden ist, weil da nicht so viel weggenommen wird. Und wenn man jetzt, und jetzt kommen wir zu meiner nächsten Geschichte, wenn wir jetzt Swap-basiert machen, bei Swap-basiert geht es ja nicht darum, dass es Dividenden gibt, sondern wird ja mit dem Swap-Partner einfach nur, du sagst, okay, ich bin Anbieter, weiß ich nicht, Luxor oder Anbieter iShares und ich mache mit meinem Swap-Partner aus, bitte bring mir die Rendite von Index X oder Index Y ran und dann werden die Dividenden damit automatisch reingerechnet, aber nicht extra ausgewiesen. Und das Schöne ist, wenn man jetzt einen Swap-basierten S&P 500 Index vorhat, dann fällt nicht 15% an wie bei den irischen, sondern 0. Und deswegen ist das Schöne ist, wenn man jetzt einen Swap-basierten S&P 500 Indexfonds hat, kriegt man die Dividende voll zugeschlagen. Und deswegen ist es auch so, wenn man sich mal die Performance-Listen anschaut,
was sind die besten S&P 500 Indexfonds, stehen immer die Swap-basierten vorne, weil da halt keine Steuer fällig wird. Und deswegen hat auch iShares, die ja sonst immer sagen, oh, wir nur physisch und alles, haben nämlich auch so einen Swap-basierten aufgelegt, weil die genau das nämlich auch wissen und das Geschäft sich nicht versauen wollen. Deswegen muss man halt immer genau gucken, A, ist es physisch oder Swap-basiert und gibt es da noch andere steuerliche Aspekte? Und das Gute ist, mit Amerika gibt es bei diesen Swap-basierten gibt es halt dieses Abkommen, dass man dann null zahlen muss. Und deswegen sind die Swap-basierten S&P 500 Indexfonds die am besten laufen. Jetzt kann man natürlich sagen, MSCI Welt, das wollt ihr natürlich jetzt wissen. Wie ist es da? Dann ist es natürlich nur für den Amerika-Anteil so, dass es dann bei Swap-basierten, wenn ihr einen Swap-basierten MSCI Welt jetzt habt, dann ist es nur mit den Amerika-Aktien drin, dass ihr das Dividenden vergünstigt kriegt. Mit den anderen Aktien ist es nicht so, weil in anderen Jurisdiktionen werden auch Swaps dann irgendwie anders besteuert. Aber wenn ihr halt nur den reinen S&P 500 habt, dann kriegt ihr die Dividenden voll überwiesen. Und deswegen, wer einen S&P 500 Indexfonds haben will, soll den Swap basiert machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das mit der Sicherheit dieses Produkts? Das wollt ihr natürlich auch wissen. Das war ja eine Frage auch, die eigentlich noch bei unserem Thema kommen sollte. Genau, aber das kannst du natürlich an dieser Stelle gleich mal mit beantworten. Und dann ist das Schöne bei diesen Swap-basiert, es gibt ja, die europäischen sind ja immer UCITS reguliert. Und bei UCITS ist es so, dass es da genau vorgeschrieben ist, wie müssen die Dinger besichert sein, falls der Swap-Partner mal nicht liefern kann. Und da darf man, wenn man die UCITS-Sachen sich anguckt, müssen Swaps besichert sein mit Wertpapieren, die auch liquide sind und die sicher sind. Und es darf maximal 10% unterdeckt sein. So, das gibt UCITS vor. Aber wenn man die Anbieter hinterfragt oder fragt, wie ist denn das, dann ist es so, dass die immer tagesaktuell die Sachen genau 1:1 abbilden. Insofern ist es so, dass ihr eigentlich, sollte es kein Problem darstellen, selbst wenn der Swap Partner mal pleite geht, der jetzt, also beispielsweise, ich heiße iShares oder ich heiße Amundi und ich habe mit JP Morgan einen Kontrakt oder mit Goldman Sachs oder wem auch immer und sage, ihr garantiert mir die Index-Performance von Dingens X und irgendwann geht Goldman pleite oder JP Morgan und die können nicht liefern, dann haben die aber Wertpapiere hinterlegt, dass das kein Problem wird. Und das wird meistens tagesaktuell, bei den meisten Anbietern tagesaktuell abgegradet. Also wenn die, nehmen wir an, die sagen, ich garantiere dir einen DAX und hinterlegen dafür Bundesanleihen. Und jetzt ist es so, dass der DAX 30% steigt und die hinterlegten Bundesanleihen steigen nicht im Wert, die 30%. Dann müssen die halt immer wieder neu nachlegen. Und so wird das wohl tagesaktuell bei den meisten Anbietern gemacht. Deswegen soll das kein Problem sein. So, das ist eine Frage. Und die zweite Frage ist natürlich jetzt, was passiert, wenn jetzt alle Welt aus so einem Swap-basierten ETF mal raus will? Und kann es dann passieren, dass der Swap-Partner nicht so schnell Swaps dann liquidieren kann und dann halt einfach irgendwie es passiert, dass dann der Indexfonds, wenn du ihn verkaufst, weit unterhalb des Werts vom Index ist? Das wäre ja noch ein zweites Problem, dass dann diese Swaps nicht so liquide sind und so weiter. Und da muss man sagen, theoretisch ist das möglich, aber auch da habe ich jetzt mal mit Branchenmenschen gesprochen und die haben mir gesagt, es gab es bisher noch nie, dass bei einem richtigen massiven Sell-off, dass dann der Swap-Partner nicht seine Swaps wieder zurückziehen konnte und wieder in Geld umwandeln konnte, beziehungsweise nur zu niedrigeren Kursen. Deswegen ist es wohl so, dass es das auch kein Problem darstellt. Aber natürlich, diese zwei Probleme von Swap basiert haben wir angesprochen. A, der Swap-Partner und B, sind die Swaps dann genauso liquide, wenn es zu einem großen Sell-off kommt. Das sind Probleme, die muss man zumindest mal gehört haben. Mhm. Aber angeblich, so wie ich das in der Branche jetzt gehört habe, ist das A, noch nie passiert, dass ein Swap-Partner ausgefallen ist. Und es ist, wie gesagt, bei UCITS-regulierten Sachen so, dass es auch abgesichert ist. Minimum 10% Unterdeckung dürfen die machen, aber das ist wohl so in der Realität, dass es keine Unterdeckung gibt. Mhm. So. Und deswegen guckt euch genau an. Also das Schöne ist, was ich bisher auch nicht so wusste, dass die Quellensteuer unterschiedlich ist bei Fonds, je nachdem, wo sie aufgelegt sind. Deswegen, wenn ihr jetzt guckt, bei den meisten Indexfonds sieht man halt immer IE als Irland. Deswegen sind die meisten in Irland aufgelegt, weil halt genau diese bessere Steuer mit Amerika ist, dass du halt dann nicht 30% Steuer zahlen musst, wie wenn du es in Deutschland auflegst, sondern nur 15% bei Dividenden. Und deswegen sind auch immer in Irland aufgelegte Fonds, wenn sie physisch replizieren, die besseren. Und wenn ihr gar keine Dividendensteuer zahlen wollt, dann könnte man halt diesen. Und in Amerika ist es halt bei dem S&P 500 Swap basiert, läuft es halt. So.
Deswegen ist das mein Bulle der Woche. Mhm. Das war jetzt nicht, dass ich sage, ihr sollt alle irgendwie einen S&P 500 Indexfonds kaufen zu eurem MSCI Welt noch dazu. Dann hättet ihr ganz viele Überlappungen, weil da ja die Tech-Werte ganz hoch gewichtet sind. Ja, sowohl vor allem amerikanische Werte. Also das wäre wirklich so ist zu viel Amerika. Das wollte ich ja überhaupt, das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte nur mal auf die Thematik hinweisen, dass es sinnvoll sein kann, sich mal Fonds in anderen, also aufgelegt, dass ihr guckt, wo ist der Fonds aufgelegt und wie ist der zusammengesetzt, weil das eben steuerliche Vorteile haben kann. Aber ich wollte jetzt nicht irgendwie Unruhe in eure Depots bringen, dass ihr alle denkt, jetzt muss ich es auch genauso machen. Ich wollte nur sagen, wenn ihr vielleicht mal neu investiert oder wenn ihr mal überlegt, was anders zu machen, dann sollte man das mit in die Überlegung mit einbeziehen. Und wenn ihr jetzt andere Sachen gemacht habt, dann habt ihr die jetzt und dann soll es also auch so sein. Steuerlich sollte man sowieso nie eine Entscheidung steuerlich abhängig machen. Also das sind dann ja immer so ein paar Mühe am Ende. Das sind keine Mühe. Also wenn du mal guckst, S&P 500, kann ich dir sagen, der S&P 500, wenn du den als Swap-basierten hast, den gibt es ja beispielsweise von iShares seit September 2020, hast du 35,5 gemacht und damit 2 Prozentpunkte mehr als der normale S&P 500 Indexfonds, der den physisch repliziert hat. Und wenn du jetzt beispielsweise guckst, 2 Prozentpunkte seit Ende 2020. Das ist nicht so wenig, finde ich. So wenig, das stimmt. Und es gibt auch einen noch von Luxor, so ein S&P 500. Und die sind und man muss halt immer wissen, man kriegt halt die Dividende nie voll ausgeschüttet, sondern man kriegt immer, irgendwo zieht einem immer jemand was weg. Ist ja so, wenn man eine Dividende aus Amerika kriegt. Aber der normale Mensch, der kann ja dann die Quellensteuer versuchen zurückzuholen. Das kann man in der Schweiz machen. Da gibt es ja diesen Dividend-Service vom Kollegen Grappold oder sonst wie. Also muss ja, das Problem ist ja immer, dass überall, wo man Dividenden kriegt, merkt man das ja privat auch. Und so ist es halt bei einem Fonds ganz genauso. Nur, dass der Fonds das sich nicht zurückholt. Und was man selbst machen könnte, wenn man jetzt irgendwie mal so ein ganz, weil die ETFs, die weisen auch genau die Quellensteuer aus. Also man könnte sogar theoretisch hingehen, könnte versuchen, diese Quellensteuer zu nehmen, sich wiederzuholen oder in Deutschland anzurechnen und zu gucken, dass man das doch irgendwie kriegt. Macht niemand, klar, aber man könnte es. Und ich bin selbst für Steuern nicht besonders empfänglich, aber trotzdem diese Mechanik oder diese Idee, ich habe mich immer gefragt, warum läuft der Indexfonds X so und der Indexfonds Y so? Ich wollte dem mal nachgehen und dabei bin ich halt auf diese Sache gestoßen. Und deswegen sollte man das zumindest wissen. Da muss man sagen, also da muss man wirklich auch mal über die Besteuerung, finde ich, grundsätzlich nachdenken. Völlig absurd. Also das ist total absurd, diese Quellenbesteuerung, diese Dividendenbesteuerung, sondern sollte einfach am Ende des Tages dann sagen, also gerade so, solange es im Fonds bleibt, bleibt es im Fonds, ja, und dann versteuerst du halt deine Anteile, wenn du sie verkaufst, ja. Aber ist ja nicht so. Deine Gewinne ist ja eben nicht mehr so, aber es war mal so, ja. War mal so. Und da gibt es schon wirklich viele, meine Meinung nach, Ungerechtigkeiten. Aber gut, da hatte man ja damals, es gab ja mal diese Idee, dass du nur die Dividenden besteuern musstest, die der Fonds ausgewiesen hast. Und dann haben alle Leute Swap-basierte gekauft. Mhm. Und dann waren die steuerlich bevorteilt. Um das zu lösen, hat man dann dieses Investmentfonds-Steuergesetz gemacht, wo jeder, egal ob er Swap-basiert oder Dinge hat, diese ganz komische Regelung zahlen muss. Und zwar von seinem Verrechnungskonto und so weiter. Es ist eine ganz krude Okay, also ich glaube, wir verwirren jetzt mittlerweile mehr, weil wir wollten ja auch heute nochmal einfache Fragen beantworten, auch zu unserer finanziellen Freiheit. Und jetzt soll sich auch keiner verunsichern lassen und jetzt gilt wieder der alte Spruch, man kriegt nie so dieses optimale, steueroptimierte, supersichere, best of all worlds Produkt. Wichtig ist, dass man was hat und man muss jetzt nicht auch wieder drüber nachdenken, muss ich jetzt wieder mein MSCI All Country World jetzt wieder eintauschen und hier wieder umbauen und dass ich hier nochmal die letzten Quäntchen Steueroptimierung raushole. Und ich glaube, da ist man letztendlich gut aufgehoben mit all dem, was auch immer man hat in seiner ETF. Ich persönlich fühle mich doch immer besser, wenn ich physisch beziehungsweise physisch abbilden die ETFs habe, weil die Frage ist ja immer, was ist dann wirklich in einem Worst Case? Ist es noch nie passiert? Und das haben sie ja früher auch gesagt bei einem Zertifikat, da ist auch noch nie was, bis Lehman kam und dann ist es doch passiert. Und aber da war nichts abgesichert. Teilweise ja, genau. Nee, es war nichts abgesichert. Wenn du ein Zertifikat hast, hast du ein Zertifikat. Das war ja nicht in dem USITS-Mantel. Nein, es war nicht im USITS-Mantel.
Absatzmantel hast du halt, das ist halt das Schöne, da hast du halt eine gewisse Regulierung und da weißt du. Du hast eine Regulierung, das ist klar. Aber trotzdem weißt du, letztendlich weißt du trotzdem nie, wie diese ganze Absicherung, wie funktioniert die, was sind das für Wertpapiere, die da hinterlegt sind. Ja, du weißt auch nicht, wie dein Auto funktioniert. Setz dich ins Auto, drückst aufs Gaspedal, machst den Schalter um, das weiß du auch nicht. Also das kann kein Argument sein. Die Frage ist halt wirklich, es ist natürlich ein gewisses Restrisiko ist da drin und man muss sich fragen, will man dieses Restrisiko haben oder nicht? Es macht die Sache komplizierter, aber wenn ich dafür 100%, also wenn ich einen S&P 500 Indexfonds mache, würde ich sofort die Swap-basierte Version machen, weil ich verstehe diese Steuergeschichte. Warum nehmen die einfach eine Quellensteuer von 30%? Fuck, will ich nicht. So, deswegen, ich kann das... Ja, aber dann müsstest du ja dein MSCI-Welt eben auch. Es gibt ja MSCI-Welt von Luxor, gab es auch eine Frage zu, der ist Swap-basiert und da wäre genau die Sache, dass dann ein gewisser Anteil als steuerlich besser ist, deswegen dürfte der nicht so schlecht gelaufen sein. Da war jetzt die Frage, soll er den umschichten aus einem Swap-basierten in den normalen, würde ich jetzt nicht machen, aber ich würde jetzt auch nicht bewusst den mir nehmen, um irgendwie da vielleicht ein paar, weil da ist der Unterschied auch nicht so groß, weil beim MSCI Welt ist auch die Dividendenrendite nicht so hoch, dann musst du ja gucken, dass es nur die Dividenden sind, die aus Amerika sind und die sind dann nicht mit diesem Steuersatz belegt. Insofern, es waren dann 0,3 Prozentpunkte oder so. Ey, dafür lohnt es nicht, irgendwie zu hackeln und zu machen und zu, das bringt es nicht. Wenn man sagt, jemand baut seine ETFs neu auf, der kann sich mal überlegen, aber das mit in seine Erkenntnis aber da muss er ja ein ETF-Portfolio auch wirklich schön global aufbauen. Genau. Und wenn er es nach einzelnen Ländern und den S&P einzeln mit reinnimmt, dann kann er das machen bei größeren Portfolios. Und bei allen anderen, die einen Sparplan machen wollen und es einfach haben wollen, die sind einfach mit diesen globalen Produkten. Und wenn die da ein bisschen schlechter sind, wie gesagt, ich würde mich besser mit einer physischen Replikation, physischen Abbildung fühlen, einfach fürs Gefühl, weil wenn irgendwann einmal ein großer Meltdown kommt und mal vielleicht ein paar Banken sogar kollabieren, wäre ich mir nicht so ganz sicher, ob das dann mit den Swap-basierten noch dann immer noch so funktioniert wie in der Theorie. Aber kann trotzdem funktionieren. Und sicherlich, die Regulierung hat wirklich Fortschritte gemacht und so weiter und so fort. Also Jules-Regulierung ist da wirklich, wirklich gut. Gut. Aber wie gesagt, es gibt ein Restrisiko und das muss halt jeder wissen. Genau, aber wie gesagt, muss man sich jetzt auch nicht schlecht fühlen, wenn man synthetisch und so weiter. Nein, das ist wirklich, also das sind wirklich gute Produkte, ETFs und wie gesagt, mit der Usage-Regulierung. Deswegen ist auch keiner in Deutschland aufgelegt, weil in Deutschland die steuerliche Sache, es gibt Luxemburg jetzt auch noch, also wenn man einen Emerging Market Fonds hat, sollte man den in Luxemburg aufgelegt haben, weil da die beste steuerliche Sache ist. Und wenn man halt einen Amerika Fonds hat, dann sollte man in Irland aufgelegt haben. So, das wollte ich nur kurz nochmal sagen. So, ich habe jetzt viel gelernt. Aber ich lasse man es einfach so, wie ich es bisher gemacht habe. Soll ja auch nicht ändern. Aber trotzdem, das ist jetzt auch meine Lehre daraus. Aber es gibt ja Leute, die fragen sich, warum bitteschön bildet der das nicht 1:1 ab? Warum ist es beim DAX nicht so? Warum ist es bei dem nicht so und nicht so? Und dann weiß man das, warum das so ist. Tja. Aber eigentlich müsste sowieso ein S&P dann der ETF besser laufen als der Index. Weil nee, du guckst den Index, guckst du immer mit Dividenden. Ja, er läuft natürlich viel besser, als wenn du den S&P-Kursindex anguckst. Ja, natürlich ist er immer besser als der Kursindex, das ist ja klar. Aber du vergleichst ja, wenn du es guckst, mit einem Performance-Index, also mit Dividenden drin. Und da ist es dann halt anders. Okay, wir sind schon mitten in den ETF-Fragen. Aber ja, gut, da haben wir schon mal eine beantwortet. Da haben wir schon mal eine beantwortet. Ja, es waren sogar zwei oder drei und die haben jetzt alle. Was immer wieder kommt. Mit erschlagen. Genau, mit erschlagen. Erschlagen, so. Ich komme mal zurück in der andere, die aber auch wiederum, wir sind eigentlich beim Thema, weil es geht auch um die Abgeltungssteuer, die man hierzulande bezahlt. Ja, stimmt, das ist auch eine Steuer, da haben wir es wieder. Auch immer ein Soli mit dabei. Ja. Ja? Und jeder, egal wie viel er verdient, weil ja immer gesagt wird, hier der Soli zahlen ja nur die Großverdiener, hahaha, ha, kein Problem für mich. Aber bei der Abgeltungssteuer ist der Soli immer mit drauf. Und deswegen ist dieses Thema auch für euch der Bär der Woche. Denn der Solidaritätszuschlag, der bleibt erstmal. Der Bundesfinanzhof, der lehnt eine Klage dagegen ab. Da gab es ein Urteil, ein Ehepaar hat in München geklagt. Und dann hat der Bundesfinanzhof entschieden,
dass dieser nicht verfassungswidrig sei, aus ihrer Sicht eben. Denn im vorliegenden Fall sei das Gericht nicht von der Verfassungswidrigkeit des Solidaritätszuschlages für die Jahre 2020 und 2021 überzeugt. Also das Ehepaar hat eben aus Aschaffenburg seinen konkreten Fall vorgelegt, unterstützt auch vom Bund der Steuerzahler. Und da gab es zwei Argumente. Die haben zum einen gesagt, die quasi die Grundlage für den Soli, die ist ja überhaupt nicht mehr da, weil die Große Koalition zum einen schon das Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlages 1995 beschlossen hat und damals schon beschlossen hat, dass 90% der Einkommensteuerzahlerinnen und Zahler ausgenommen werden sollen und dass ich habe gerade einen Faden verloren. So. Also ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, also bevor ich mich hier in diesen meinen viel bunt markierten Texten verirre. Zum einen geht es um, hat der Soli noch... Das ist jetzt die defnische Intelligenz. Das ist wie so eine, du hast das genau, den bunten Text hast du in deinen Kopf rein. Ja, genau. So, zack, rein. Und jetzt gibt der Defner mal raus. Jetzt zeigt der Defner mal seine Intelligenz. Nein, letztendlich ist ja immer die Frage, ist der Soli noch gerechtfertigt, 30 Jahre nach dem Mauerfall und nach der Wiedervereinigung und ist es noch gerechtfertigt, dafür einen Solidaritätsbeitrag zu verlangen? Nun hat das Gericht gesagt, naja, bei ihm wurde ja auch dargelegt, dass es da immer noch Kosten dafür gibt, auch wenn dieser Solidarpakt, zu dem eigentlich die Finanzierung durch den Solidarbeitrag gedacht war, mittlerweile hinfällig ist. So, das haben sie also quasi weggewischt und dann war der zweite Punkt der Klage, dass sie gesagt haben, ja, das verstößt ja gegen den Gleichheitsgrundsatz, weil ja nur die wirklich Topverdiener und Unternehmen und so weiter noch zahlen müssen in Soli und alle anderen eben durch die Gesetze für die alle anderen wurde aufgehoben. Und das wäre ein Verstoß gegen das Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Und da hat dann das Gericht es auch weggewischt und gesagt, dass eben der Bund auch unter sozialen Gesichtspunkten auf Menschen mit höherem Einkommen solche Abgaben und Sondersteuern beschränken kann. Und da muss ich sagen, da bin ich schon anderer Meinung. Also ich finde, das ist schon eine gewisse Willkür, wenn man es eben nur auf einen Teil der Spitzenverdiener beschränkt. Und auf die Anleger. Und auf die Anleger und auf Unternehmen, vor allem auch auf Unternehmen. Wir haben ja ein Problem, dass die Unternehmenssteuern in Deutschland sehr, sehr hoch sind und ein Teil der Unternehmen muss eben auch den Soli bezahlen. Und es ist einfach politisch nicht richtig, meiner Meinung nach, diesen Soli beizubehalten, weil er ist eine zweckgebundene Sondersteuer, die ganz klar zu einem Zweck eben ausgegeben wurde. Damals hat man gesagt, okay, wir finanzieren hier den Aufbau Ost und dann wurde gesagt, ja, und dann ist er irgendwann wieder weg, aber er verschwindet eben nicht und das finde ich, das schafft eben kein Vertrauen in den Steuerstaat, wenn solche Abgaben dann und solche Sondersteuern nicht auch wieder aufgehoben werden, wenn der Zweck aufgehoben ist und auch nicht für einen Bruchteil nur der Bevölkerung und auch nicht für einen kleinen Teil, sondern wenn man ihn dann beibehalten will und dieser politische Kuhhandler, der so funktioniert, dass man gesagt hat, ja gut, die FDP hat ja vorher schon in der Großen Koalition, der Kuhhandel funktioniert zwischen Union und SPD und dann hat man sich halt auf so einen Kompromiss geeinigt und dann mussten sie keine Steuern anheben und auf der anderen Seite keine Reichensteuern einführen und auf der anderen Seite konnte man einen großen Teil der Bevölkerung entlasten. Aber wenn man sagt, man will die besser verdienenden höher besteuern, dann muss man das einfach demokratisch organisieren mit einer Mehrheit, ja, und sagen, okay, wir führen jetzt einen höheren Spitzensteuersatz ein, wir führen eine Reichensteuer ein, wir führen eine höhere Unternehmenssteuer ein, wir erhöhen die Abgeltungssteuer, aber nicht einfach, indem man irgendwas da stehen lässt, was ein ganz anderer Zweck bestimmt war. Und wie gesagt, der Zweck hat sich mittlerweile doch im großen Teil erledigt und klar, fallen immer noch Kosten für irgendwas an, aber das ist nicht mehr das, was meiner Meinung nach eine Steuer wie den Soli gerechtfertigt ist. Es wird ja jetzt nochmal eine Klage wahrscheinlich trotzdem vor dem Bundesverfassungsgericht geben. Die FDP-Abgeordneten wollen dahin ziehen
und das da nochmal prüfen lassen. Ich hoffe, dass die Richter dort zum anderen ein Urteil kommen. Tja, dein Bär der Woche. Mein Bär der Woche. Restsoli. Ja. Restsoli. Ja. Ja. Das ist natürlich ein Batzen Geld, ne? Das ist ein Batzen. Ja. 13, ich glaube 13 Milliarden oder wie viel nimmt der Staat an? Ja. Schon echt noch eine Masse. Aber du siehst ja an der Schaumweinsteuer, das ist ja das klassische Beispiel, dass es. Das Steuer, die sind ja damals als Deutschland Zukunft auf den Weltmeeren gesehen wurde, wurde die ja eingeführt für die Kriegsflottenfinanzierung. Irgendwann war die Zukunft Deutschlands nicht mehr auf den Weltmeeren und wir haben sie trotzdem noch. 1,02 € pro 0,75 Liter Flasche. Also wer jetzt Rotkäppchen im Angebot bekommt für, weiß ich nicht, 2,99, der weiß schon mal, dass 1,02 da eine Schaumweinsteuer drauf ist und dann nochmal Mehrwertsteuer, der weiß, wie viel das Ding kostet. Also muss man sich auch mal fragen. Gut, das wollte ich nur noch sehr gut. Zur Erhellung beitragen, aber Schaumweinsteuer, wie gesagt, ist auch da. Also ich glaube, das Argument zieht nicht, wenn der Zweck weg ist, ist es dann nicht mehr die Gleichheit, das würde ich sagen. Gut, dann komme ich schnell zu meinem Bär der Woche und das mache ich relativ schnell. Das ist der reichste Inder, ist mein Bär der Woche, Gautam Adani, das haben wahrscheinlich viele schon gehört. Der ist nicht mehr ganz so reich. Er hat innerhalb von 3 Handelstagen 34 Milliarden verloren. Er war der drittreichste der Welt. Und jetzt ist nur noch der 11. Reichste. Also so schnell kann es gehen, binnen von 3 Tagen 34 Milliarden weniger. Und was ist passiert? Shortseller Hindenburg, wir kennen ihn von Twitter, da haben sie richtig gut getradet. Erst runter, dann hoch. Nikola haben sie angezählt, andere. Und die haben sich halt dieses, ich würde mal sagen, Konglomerat vorgenommen. Gautam Adani, das ist ja wirklich ein mega, also ich glaube, mit so einem Großen haben sie sich noch nie angelegt. Das muss man dazu sagen. Der hat 1988 so ein als Rohstoffhändler angefangen, hat dann mit Braunkohle sehr viel Geld verdient. So ein indischer Oligarch, würde ich es mal sagen. Ist auch mit der Regierung verwoben. Immer wenn irgendeine Infrastruktur gemacht worden ist, hat er gesagt, hier, ich, Hafen bauen, ich, Flughafen bauen, ich. Und immer war er dabei, hat immer die Deals bekommen. Und deswegen hat er jetzt auch ein großes, hat Stromnetze gebaut und hat dann auch noch aus seinem Adani Enterprises, das war dann die Dachgesellschaft, hat er noch die einzelnen Gesellschaften alle ausgegliedert. Green Energy, Adani Power, Adani Total Gas, Adani Transmission, Adani Ports, Adani Wilma, Adani weiß der Teufel was. Und all diese Dinger sind wahnsinnig hoch bewertet worden. Dann hat er teilweise so komische Firmenkonstrukte gemacht. Dann waren die auf einzelnen, werden die angemeldet auf irgendwelchen Steueroasen und so weiter. Und immer wenn das ist, man kennt es ja von Wirecard, da waren ja auch viele Gesellschaften irgendwo Asien und sonst was, dann ist natürlich eine gewisse Intransparenz und dann gibt es immer, ja, dann ist immer so ein Ogu da dran. Und das hat sich natürlich, die Hindenburgs haben sich das zunutze gemacht, haben dann einen Report gemacht und haben halt behauptet, das wäre der größte Betrug der Geschichte, das so haben sie es genannt. Und haben halt zwei Sachen vorgeworfen. Auf der einen Seite, dass sie halt Geld abzweigen in diese ganzen Nebengesellschaften und irgendwie da die Anleger betuppen. Und auf der anderen Seite haben sie noch gesagt, dass sie dadurch durch diese ganzen Konstrukte versuchen, das ganze Imperium aufzupumpen und noch künstlich mehr Umsatz zu zeigen, als sie eigentlich haben. Und dann gab es diese wunderbare Liste, wo sie geschrieben haben, wie viel die einzelnen Unternehmen überwertet waren. Weiß ich nicht, Adani Green Energy sollte 97% überbewertet sein oder was gab es denn noch? Adani Enterprises, die Hauptholding, auch 97% und so weiter. Und haben sie halt berechnet, was es sein könnte. Und jetzt haben sie dann Kursmanipulationen unterstellt, dem guten Adani. Und fertig war die Geschichte. Und jetzt sind die Aktien halt wahnsinnig gefallen, haben insgesamt 75 Milliarden verloren, von denen halt 34 Milliarden dem Adani gehörten. Und die haben jetzt reagiert, der Adani, mit so einer 413-seitigen Gegenrede. Aber die kam nicht so wirklich gut an, zumal Adani auch argumentiert hat, die wollten Indien runtermachen und das wäre ein Angriff auf Indien. Die versucht so die nationalistische Karte zu machen. Gab es ja damals bei Wirecard auch das einzige deutsche große Technologieunternehmen, das wollen die kaputt machen. Das war ja auch eines der Narrative, die damals bei Wirecard gezogen wurden. Es hat nicht richtig funktioniert bisher. Keine Ahnung, wie die Sache ausgeht. Man sieht halt nur, Corporate Governance ist ein Problem, auch insbesondere in Emerging Markets. Dummerweise jetzt in Indien, ich finde ja Indien als den sympathischeren Markt gegenüber von China. Aber wir hatten ja auch mal bei Alles auf Aktien so einen Globetrotter da, der hat auch gesagt, ich habe keine indischen Unternehmen, weil ich nie weiß, was ich da kriege. Und dieses,
ja, Problem der Corporate Governance oder man weiß nie von außen, was man kriegt, wie es ist und wie die ganzen Situationen sind. Das lässt ja viele auch kritisch auf den indischen Markt gucken. Gut, in China ist es ja nicht viel besser, aber jetzt ist Indien auch nicht die Alternative, wie wir feststellen. Also muss man wohl immer, wenn man Emerging Markets macht, mit diesen Sachen leben. Und ja, deswegen finde ich es schade, dass es gerade jetzt Indien betrifft. Aber der Typ ist halt, hat mit seinem ganzen Reich, was er da geschaffen hat, intransparent, hat er halt selbst den Vorschub geleistet. Was jetzt genau dran ist, kann ich natürlich nicht einschätzen, aber Hindenburg hat er relativ akribisch aufgeführt. Die hängen auch angezählt, war das nicht auch? Nee, das war ein anderer. Das war eine Wolfspack, glaube ich. Ach stimmt, das war Wolfspack. Ja, ja. Aber auf jeden Fall haben die auch sehr gut, das, auch die können auch sehr unterhaltsam solche Sachen aufbringen. Also es lohnt sich auch mal so einen Short-Report zu lesen. Jetzt haben die auch dagegen spekuliert. Die haben jetzt nicht gegen die Aktien in Indien spekuliert, sondern sie haben gegen die Anleihe, die ja nicht in Indien notiert, sondern die außerhalb Indiens notiert, haben sie spekuliert und sie haben mit Derivaten gegen die Gesellschaften spekuliert. Also sie können auch nicht mal nach indischem Recht jetzt verklagt werden, weil sie ja da nicht am indischen Markt was gemacht haben. Man darf gespannt sein, wie das jetzt ausgeht, weil es auch eine politische Dimension Ganze bekommt, weil Adani auch mit Herrn Modi gut zusammen ist und auch sein ganzes Imperium politisch mitgestützt aufgebaut hat. Insofern ist es eine spannende Sache. Aber für mich ist Adani der Bär der Woche und eigentlich schade, weil ich mag Indien und ich habe auch selbst einen Indien-ETF, aber ja. Das hat auch, der indische Markt halt hat auch ein bisschen verloren, jetzt nicht so doll, aber. Und vor allem, ich meine, die machen ja auch viel wirklich im Bereich der erneuerbaren Energien und so weiter. Ja. Und es gibt auch Total Energies, Total Energies hat eins der größten Sachen. Der Woche irgendwann mal gemacht hatte. So ein Inder, der mit grünen Energien rumgemacht hat. Meinst du? Hatte ich, glaube ich, mal, aber ich weiß nicht mehr. Aber wer Total Energies Aktionär ist, der sollte auch mal gucken. Die haben nämlich mit Adani eins der größten Projekte, was grüne Energie anbelangt. Also insofern sind auch westliche Konzerne betroffen von dieser Geschichte, falls da was dran sein sollte, was ich schwer. Also ich kann nur dieses Intransparente sehen. So, jetzt kommen wir zu den Fragen. Dann kommen wir nochmal zu den Zeit, Fragen. Wir haben heute gesagt, wir machen heute wirklich mal pünktlich Schluss. Ne? Werden die Fragen jetzt auf die nächsten Male verteilt. Ja? Zunächst mal Matthias aus Hamburg hat mich am Neujahr mit Begleitung auf den Hamburger Landungsbrücken entlang spazieren sehen und wollte mich eigentlich ansprechen, aber er hat meine Privatsphäre respektiert und nicht stören wollen. Ja? Weil wenn ich allein gewesen wäre, hätte er mich angesprochen. Ja? Und hat sich aber gefreut, mich zu sehen. Ihr dürft mich immer ansprechen. Also genau, die Frau hat auch Hat die auch Verständnis dafür? Verständnis, ja. Hat sie? Aber wir müssen ja das Gespräch dann nicht zu lange werden lassen. Ne? Aber kurz mal Hallo sagen. Also ihr dürft den Dev mal kurz ansprechen, aber bitte nur kurz ansprechen. Unterwürfig grüßen. Ihr dürft mit Dev auch ein Bild kurz machen, aber dann war es auch schon. Dev hat auch immer ein Lächeln drauf, wenn er mit mir ein Bild macht und mich sieht. Habe ich nie ein Lächeln. Ich gucke immer bekloppt. Ja, das gibt's nicht. Und wenn ich, also mich darf man auch immer ansprechen, außer im Fitnessstudio, wenn ich in der Dusche stehe. Das ist vielleicht nicht der Beste. Aber ich kann doch ein Lifehack aus dem Fitnessstudio sagen. Wir wollten noch jetzt mal Fragen beantworten. Die 20 Sekunden Lifehack, Beobachtung. Ich bin ja in zwei Fitnessstudios und ich bin in einem Fitnessstudio, aber es gibt zwei unterschiedliche, eins im Prenzlauer Berg und eins eher im Wedding. Das sind eher andere Klientels. Und ich habe festgestellt, dass in der türkischen Klientel die Menschen eher heißer duschen als in den anderen. Während im Prenzlauer Berg, immer wenn ich da unter die Dusche komme, ist immer kalt eingestellt. Und ich denke immer so, oh Mann, das sind immer die, ich will dann noch kalt duschen, diese Leute. Und während, wenn ich im Wedding in dem Studio bin, ist es immer volle Kanne. Da denke ich immer so, oh, ich verbrühe mich hier. Also es scheint da unterschiedliches Wärmeempfinden. Das ist nur eine Beobachtung. Falls ihr die Beobachtung teilt, könnt ihr auch mal schicken. Vielleicht Kultur, ist es das. Ja? Gut, dann könnt ihr aber auch noch, von Tino hat uns eine Dutzstraße geschickt. Das hat er im schweizerischen Quarten gesehen. Oh. Ja, Dutzstraße. Die Dutzstraße. Die Dutzstraße. Ja. Also ihr seht, so, das war jetzt so die Fanpost und jetzt kommen wir zu wirklich Fragen, oder? Philipp, und die beziehen Sie ja auf unsere Folge 244. Mhm. Ja, die rate ich dir. Und wobei Philipp schreibt uns in Folge 246, aber ich glaube, es war 244, wo ich von unseriösen und teuren Seminarangeboten gesprochen habe. Und jetzt sagt er, ja, aber es wäre doch auch sinnvoll, vielleicht könnte er auch mal seriöse Weiterbildungsangebote oder nützliche Studiengänge für private Anleger empfehlen. Er sagt, er hat ein mittleres siebenstelliges Depot, also ein mittlerer Millionenbetrag. Das sind die Dudes-Hörer, ne? Also nur mal so gesagt, weil du hier mit 20.000 bei Scale und so weiter. Okay. Ja? Also, und er ist durchaus der Meinung, dass es einer gewissen
ab einer gewissen Depotgröße sinnvoll sein kann, fundiertes Wissen aufzubauen. Also sicherlich bei den Beträgen kann man sich vielleicht ein bisschen intensiver auch noch beschäftigen. Ich meine aber, man kann sehr viel... Kann man Vermögensverwalter nehmen sogar. Ja, aber das, naja, aber das ist dann richtig teuer. Das, ja, aber wenn du so viel Geld hast... Ja, aber dann ist es ja prozentual auch richtig teuer. Also ich meine, dann macht es ja auch Sinn, dass du da sparst du halt richtig Geld, wenn du da dir den. Ja, aber dann willst du damit nicht... Damit ja, 1,5%, 2% pro Jahr, was so ein Vermögensverwalter nimmt, ja, von einem mittleren Millionenbetrag. Ja, ja, aber wenn er dich dafür bewahrt, heißt, dass du mal 10% Minus machst, dann ist es das macht dein Vermögensverwalter aber auch nicht. Ja? Dafür liegst du breit gefächert. Ich meine, letztendlich, Warren Buffett hat seinen Erben empfohlen, kauft einfach einen ETF, einen Indexfonds auf den S&P 500 und basta, ja. Also das sind so die Ratschläge, die dann wirklich der beste Investor der Welt gibt. Und von daher ist man da auch mit einem breit gestreuten ETF-Depot auch bei einer großen Summe gegebenenfalls gut dabei. Und er schreibt ja technische Analyse, Risikomanagement, gegebenenfalls Hedging. Ja, technische Analyse ist meiner Meinung nach halt auch oft eher sehr überbewertet, weil das ist hat immer so einen pseudowissenschaftlichen Charakter. Und man glaubt dann immer, dass aber meistens geht es dann doch auch immer wieder in eine ganz andere Richtung, als der Charter verheißt. Das ist so ein bisschen Glaskugel lesen und man kann auch Astrologie-Seminare besuchen, wenn man Lebenshilfe sucht, aber das ist nicht unbedingt, was einen vielleicht weiterbringt, aber nichts gegen die Astrologie, wem es hilft. Ja, okay. Aber von daher Risikomanagement, ja, möglicherweise, aber wir sind dann wieder in diesem Bereich des aktiven Tradings und dann lernen wir wieder auch die Profis, die ja irgendwie ganz tolle Ausbildungen haben, schaffen es nicht, den breiten Markt zu schlagen und deswegen ist man eben mit einer marktbreit anlegenden globalen ETF-Strategie meistens eben besser als all diese Profis mit ihren super-duper Ausbildungen und deswegen ist halt dann auch letztendlich der Privatanleger, wenn er breit in ETFs weltweit anlegt, besser aufgehoben und braucht eigentlich, kann sich das alles sparen mit großen Weiterbildungsangeboten. Von daher würde ich sagen, was man da wissen muss zu ETFs und so weiter, kann man aus Büchern von Gerd Kommer und anderen zum Beispiel erfahren. Und ja, man kann auch Bücher zur technischen Analyse lesen und natürlich kann man sie, aber ich kenne ehrlich gesagt keine, ich habe auch noch keine Weiterbildungsangebote oder dergleichen wahrgenommen, dass ich da irgendwas empfehlen könnte. Meistens sieht es doch so aus, irgendjemand verspricht dir, oh, ich bin super reich geworden und jetzt knüpfe ich dir 1000 Euro ab für ein paar wöchige Seminare und sag dir, wie du auch reich wirst, so wie ich, ja. Aber der Typ ist meistens reich geworden, weil er den Leuten 1000 Euro fürs Seminar abgeknöpft und nicht, weil er so ein super duper und dann wird irgendein Stein der Weißen der Geldanlage, ach, die super Hedging-Strategie, wie du risikolos, keine Ahnung, 10% im Jahr verdienen kannst, ja, oder mehr. Das sind immer so Versprechungen, die einfach nicht wirklich haltbar sind und irgendwelche Systeme, die einfach nicht so absolut funktionieren, meiner Meinung nach, was man da immer so hört und versprochen bekommt. Was man so hört und liest. Ja, gut, ja, so ich habe noch nie wirklich diese getestet, diese Seminare und so weiter, aber was man immer so an Werbeversprechungen dann um die Ohren überall bei Instagram und gibt es ja auch vieles, was da immer wieder. Wo sind die Yachten der Kunden? Das könnt ihr euch als Buch durchlesen, das ist ein wunderbares Buch, da seht ihr dann, wie das mit solchen Seminaren ist. Und dann hat auch jemand noch geschrieben, da ging es darum, von wegen Frauen wollen gern von Frauen was haben und dass auch diese Idee Schindluder getrieben wird, dass halt auch gerade sich Frauen darauf spezialisieren, anderen Frauen Seminare zu geben und das dann teuer abrechnen. Und auch da schrieb dann ich habe den Namen, weiß ich nicht mehr genau, hat dann geschrieben, dann das braucht man nicht. So, also dass viele auch damit noch versuchen, Geld zu machen. Dann haben wir noch einen Shoutout an Henning. Henning hat uns hat geschrieben, ja, ich will, und hat uns ein Bild vom Podcast Cover geschickt. Jawohl. Da genau. Machen wir einen Shoutout. Absolut. Henning. Wir haben ja versprochen, dass jeder, der uns genau. Viele haben uns bei Instagram in Stories verlinkt und so weiter, die auch gesagt haben, ja, ich will. Die können wir oft nicht mehr nachvollziehen. Aber Henning ist Prokurist. Stellvertretend Henning. Ja? Henning ist Prokurist bei einem Baustoffhandelsunternehmen. So. Aus Bratislava hat uns Isgard geschrieben. Ist Isgard ein Frauen- oder ein
Männernamen. Ich weiß es nicht. Du könntest sagen, was Iskard geschrieben hat. Ich würde es schon mal. Da geht es um die vermögenswirksamen Leistungen. Iskard sagt, Hinweis nochmal als Ergänzung zu unseren ETFs, man sollte unbedingt diese Zugabe sich holen, wenn man vom Arbeitgeber vermögenswirksame Leistungen bekommt. Das ist zwar ein kleiner Betrag nur, aber man sollte ihn auf jeden Fall sich holen. Und die kann man ja allerdings heutzutage auch in ETF-Sparpläne stecken. Früher war das, da gab es ja immer nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Mittlerweile ist das auch im ETF-Sparplan möglich. Deswegen vermögenswirksame Leistung holen, das ist ein bisschen Bürokratie, aber nicht einfach verschicken. Sollte man machen. Sollte gibt man unbedingt es machen. Und genau. Dann in gibt's auch als ETF. MSCI. Und gibt es auch bei, beispielsweise Oscar hat es auch, was auch Kinderkonten sind. So, Iskard ist ein weiblicher Name, habe ich hier festgestellt. Umso mehr freuen wir uns. Wir haben sehr viele Frauenzuschriften bekommen dieses Mal. Ja? Das ist gut. Ich weiß nicht, ob Männer schon so klug sind, dass sie keine Fragen stellen oder meinen, keine Fragen stellen zu müssen, weil sie meinen, alles zu wissen. Und Frauen, die cleveren sind und lieber eine Frage stellen. Vielleicht ist es auch das, aber das ist, ja, Iskard. Dann haben wir Christine. Genau. Christine hatte eine Frage, da ging es um Erbschaftssteuer für Depots. Und da gibt es so eine spezielle Sache, die will ich jetzt nicht lange erklären, aber ich sage nur kurz, man kann auch, es gibt ja so Nießbrauch bei Immobilien und sowas Ähnliches gibt es auch bei Aktiendepots. Und dann kann man einfach im Internet mal eingeben, Nießbrauch, Aktiendepots und auch da lässt sich über so eine Konstruktion, lassen sich Steuern sparen, weil dann der Wert des Depots geringer wird, weil dann derjenige, dem das gehört, noch einen gewissen Wert zugemessen bekommt und der Beschenkte oder der es erbt, dem wird das abgezogen. Deswegen muss man dann gegebenenfalls nicht so hohe Steuern zahlen. Einfach mal eingeben, Nießbrauch, Aktiendepot und da findet ihr alles und da kann man was machen. Ansonsten ist halt, wenn man ein Depot vererbt, kann man nur sagen, was wichtig ist, dass derjenige, der das erbt, auch sofort einen Zugriff hat und dass der auch weiß, dass das Depot existiert. Weil wenn es nämlich erst irgendwie nach 3 Monaten irgendwie offenbar wird oder nur nach 3 Monaten man Zugriff hat, aber dann an einem anderen Stichtag vererbt worden ist, muss man möglicherweise, wenn das Depot an Wert verliert, dann den höheren Erbschaftssteuer zahlen. Deswegen, wenn man Depots oder sonstiges vererbt, dann sollte man da vorher A, Bescheid wissen und B, auch sofortigen Zugriff haben, damit man auch dann reagieren kann und nicht, dass dann irgendwie gerade was verliert oder sonst was macht und man eine höhere Erbschaftssteuer auf was zahlt von dem Wert, den man dann gar nicht mehr hat, wenn man es erst mehrere Monate später sieht. So, das wäre zum Thema Erbschaft. Gut. Und sie fragt auch, ob sie ihren Eltern empfehlen sollte, mit 60 Jahren noch ein Depot zu führen, also sicherlich ein Aktiendepot gemeint. Aber ich finde, mit 60 Jahren hat man auch noch sehr viel Lebenszeit vor natürlich sich und kann in Aktien investieren. Da muss man nicht alles in irgendwie sichere Zinsanlagen auf die Bank legen. Aber ich glaube, die Frage von Christine ging dahin, dass die Eltern es nicht nötig hätten. Und die Frage wäre, kann man, wenn man ein Depot hat, da irgendeine steuerfreudige Konstruktion finden, um Geld besser zu vererben? Ist auf jeden Fall eine renditefreudige Anlage. Das ist schon mal. Also wenn sagen wir, die Eltern leben noch 80, noch bestimmt. Bis 80, 90 bestimmt, ja. Da hat man sogar noch 20 Jahre, wo das Jahre, Geld einfach richtig so gut arbeiten kann. Ne? Und warum sollte man das da? Und mit so einem Nießbrauchding, und wenn man das rechtzeitig auch macht, da kann man sogar mal richtig sparen. Also wie gesagt, guckt danach, dann findet ihr das. Und aber das ist Steuer ist ganz, ganz schwierig ganz und Erbschaftssteuer ganz besonders. Wir machen keine Steuerberatung. Nein. Aber natürlich, und dann kann man natürlich auch immer über Schenkungen nachdenken. Das ist natürlich immer noch zwischenzeitlich schon mal. Zwischenzeitlich Schenkungsfreibeträge ausnutzen. Das ist natürlich dann auch immer noch mal steuerfreundlicher. So, Yves. Ja, Yves hat gefragt, von wegen verheiratet mit einem Broker. Und da geht es um Sparpläne bei Einzelnen, die dann doch was kosten oder nichts kosten. Und ob man die Sachen, wie wir das sehen würden. Also man kann einfach, wenn man jetzt, es gibt ja bei einigen Brokern ist es so, dass es so Angebote gibt, wo man dann heißt, oh, dieser ETF ist im Angebot für mindestens 2 Jahre und auf einmal irgendwann später kostet er was. So, dann kann man jetzt 2 Möglichkeiten machen danach. Entweder man hört das Ding auf, völlig zu besparen, dann lässt man es einfach still liegen, dann wird nicht neu gekauft und dann hat man auch die Gebühren nicht und muss es dann halt bei einem anderen Broker weitersparen und dann lässt man das da stehen und spart beim anderen weiter und gut ist. Oder man sagt, hey, ich will alles bei einem Broker haben, was einfacher ist für steuerliche Belange und für den Überblick. Dann kann man auch mit dem Depot umziehen und meistens ist bei den meisten, wir haben ja geguckt, bei beispielsweise, wenn man jetzt bei Trade Republic kann man ja umsonst Sachen
kann man ja umsonst Sparpläne machen. Und wenn man sein Depot zu Trade Republic umziehen lässt, nehmen die das an. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Online-Brokern, also bei Scalable auch beispielsweise geht, ob die auch sagen, wir nehmen das Depot an. Aber in der Regel kann man auch sein Depot übertragen. Also in der Regel ist das so. Und in der Regel geht es ja um die annehmende Bank. Ja, und in der Regel machen das die meisten oder organisieren das. Und es geht meistens auch sehr unbürokratisch. Ich habe das auch schon mal gemacht. Und davor keine Scheu haben. Und im Notfall verkauft man es halt mal. Und dann hat man ein paar Kaufgebühren. Und, aber es ist nicht so günstig, weil man hat ja teilweise auch Spread-Unterschiede und so weiter. Und das ist. Und du musst mit einmal deine Steuer zahlen. Du musst dann die Abgeltungssteuer zahlen, wenn du schon lange gespart hast. Ja. Und du willst vielleicht den Steuerspareffekt noch länger haben. Das stimmt. Also insofern. Hast du recht, ja. Weil dann reduziert das ja den Zinseszins so und so weiter. Ne? Das wollen wir ja. Also da werden dann auch die ganzen Steuertöpfe auch mitgenommen zum Broker und so weiter. Das wird alles übertragen. Das manchmal dauert es ein bisschen, bis das dann da überall ankommt und richtig verbucht ist. Aber da geht eigentlich nichts verloren. Also man kann auch das machen. Man kann aber auch letztendlich sagen, okay, dann lasse ich halt das alte Depot noch beim alten stehen. So und ist es. Das ist dann und fange halt mit den neuen Positionen beim neuen Broker an, ja. Muss nur aufpassen mit dem Freibetrag. Da ist wieder auch eine andere Frage dazu, die wir auch noch bekommen haben. Genau, da geht es nämlich um den Sparer-Freibetrag oder Pauschbetrag oder wie er auch immer heißt. Der ist jetzt erhöht worden auf 1.000 für ledige und 2.000 für gemeinsam veranlagende Menschen. Und da muss man aufpassen, wie man den verteilt auf verschiedene Banken. Man sollte nicht irgendwann so verteilt haben, dass man dann auf einen höheren Betrag kommt. Weil das dann das Finanzamt irgendwann mitbekommt. Wobei man nicht, da fragt mich jemand, ja, wenn das Finanzamt das weiß, kann ich doch bei dem anrufen, wie viel ich wo beantragt habe. Nee, das geht dann leider auch nicht. Weil bei vielen ist es so, also das Einfachste ist dann, wenn man jetzt nicht weiß, wie viel man verteilt hat, aber eigentlich kriegt man das online immer, also ich kann bei mir online im Depot nachgucken, wie viel Freibetrag Muss halt bei den einzelnen Brokern nachschauen. Muss halt bei den einzelnen Brokern, das muss man machen. Aber was ja auch tückisch ist, man hat ja manchmal so, wenn man so aktive Fonds, die liegen dann bei irgendwelchen Fonds halt die Banken wieder von. So, also das ist natürlich ein kann schon mal was liegen bleiben. Da muss ich schon auch immer darauf achten. Deswegen man sollte es nicht auf zu viele Töpfe verteilen, meiner Meinung nach. Also lieber auf zwei Hauptdepots meinetwegen. Ja. Genau, also, ein Basis-Investment und ein Zockerdepot. Das wäre so meine Idee. Ich habe zugegebenermaßen mehr. Ich habe drei, aber oder vier. Aber da muss man auf jeden Fall aufpassen. Und im Zweifelsfall muss man dann halt eine Steuererklärung machen, muss dann halt diese Sonderkapitalanlage-Sache ausfüllen und muss dann sich die Steuer halt wieder zurückholen. Also wenn man den Freibetrag, den man bei einer Bank angegeben hat, nicht ausgeschöpft hat, bei der anderen ist aber angefallen, dann kann man im Zweifelsfall auch das dann über eine Steuererklärung wieder sich zurückholen. Aber das ist natürlich immer misslich. Hm. Ja. Insofern ist es natürlich einfacher, man macht alles bei einem Broker. Ja. Dann hat man das bei der Bank, dann sieht komplett, man das auch. Hat auch den Freibetrag optimal ausgenutzt. Ja. Also das ist natürlich dann auch eine Idee und hat das alles konzentriert und übersichtlicher und einfacher. Wir sagen ja manchmal das Zockerdepot lieber dann irgendwie woanders, damit man nicht so in diese Versuchung gerät, dann immer so schnell dann hin und her zu zocken und seine ETFs aufzulösen und jetzt schnell in die Zockerwerte reinzugehen. Aber das würde dann halt ein bisschen mehr Disziplin erfordern, wenn man alles bei einem Broker macht. Markus aus Hamburg hat diese Frage übrigens gestellt. Ja. Ein Dudes-Fan, der mit uns durch dick und dünn geht. Das ist schön. Ja. Shoutout. Das ist wunderbar. Gut, kommen wir zur nächsten. Wollen wir noch ein die paar? Frage ist, noch weitere? Wir hätten natürlich hier noch einiges. Kommt hier der Lifehack, ja? Machen wir weiter, oder? Wir können auch Julia. Komm, wir nehmen noch Julia. Julia aus Paris. Noch eine Frau. Ja. Und Julia fragt MSCI World und MSCI All Country World. Und die Frage war, soll sie umschichten oder nicht umschichten? Und was würdest du empfehlen? Ja, also sie ist auch mit uns eingestiegen und hört uns fleißig und seit 2020 und hat einen Sparplan seitdem. Und jetzt spart sie in einen MSCI World und hat auch noch nebenbei einen
MSCI Europe und einen Global Green Energy. Und die Frage ist jetzt eben, soll sie den MSCI World, weil sie jetzt bei uns gehört hatten, sollte eben breiter streuen und zumindest auch die Schwellenländer hat sie jetzt im Prinzip nicht. Sie hat einen MSCI Europe, einen Global Clean Energy und einen MSCI World. Ist also nur auf Industrieländer und dann nochmal mit Schwerpunkt Global Clean Energy. Und jetzt fragt sie, soll ich lieber in einen MSCI All Country World umschichten? Ich würde sagen, dass man jetzt einfach den Sparplan tauscht und den neuen Sparplan jetzt in Richtung ACWI laufen lässt und den alten einfach auch stehen lässt, ja. Oder dass sie die Zwei-Fonds-Lösung ist ja auch immer eine Möglichkeit, MSCI World und MSCI Emerging Markets. Da könnte sie natürlich jetzt sagen, okay, jetzt spare ich erstmal aber in Emerging Markets eine Zeit lang an, bis ich wieder auf ein Gleichgewicht komme. Nee, das würde ich jetzt nicht machen. Aber sie kann doch einfach, also wenn sie es sich leisten kann, würde ich einfach noch den MSCI Emerging Market dazu nehmen. Dann könnte sie jetzt einfach sagen, nehme ich halt jetzt, keine Ahnung, was sie jetzt für Summen hat, das hat sie nicht geschrieben. Ist aber ja können, egal, sie einfach, aber. Können sie einfach dazu nehmen? Und ja, gut, sie kann ja einfach sagen, ich reduziere meine Sparrate. Oder kann die Sparrate beim MSCI World und kann, kann ein bisschen was. Also, wir sagen ja manchmal, haben wir früher gesagt, wir haben auch schon dafür einen Dissens gehabt, wie viel man jetzt noch in Emerging Markets, wir haben jetzt auch wieder das Indien-Problem gesehen und vorher die China-Probleme. Also, Emerging Markets sind natürlich risikobehafteter, aber auch möglicherweise chancenreicher, weil ich meine, wie gesagt. In den letzten Jahren nicht. In den letzten 10 Jahren hat man damit nichts gemacht. Aber ich finde aber auch so eine starke Konzentration auf Amerika wie im MSCI World ist mir auch ein bisschen zu stark mit rund 70%. Also das ist schon, da ist man schon sehr, sehr Amerika-abhängig. Und dafür hat sie Europa noch, das finde ich ja schon dafür, gut. Das finde ich auch gut, dass sie Europa hat. Ja. Also, aber von daher wäre der ACWI schon eine Lösung. Also ich würde jetzt nicht den alten würde ich da liegen lassen, den wie gesagt, ist ja auch immer gut gelaufen und jetzt den MSCI World nicht auflösen, sondern einfach auch wieder aus Steuergründen und dergleichen und so fort, sondern entweder neu jetzt komplett in den ACWI ansparen und den alten Sparplan stoppen oder alternativ dazu einen Emerging Markets dazu nehmen, zum Beispiel mit 30% ansparen, dann kommt sie ja langsam mehr, kriegt sie langsam ein bisschen mehr Emerging Markets Anteil in ihr Depot rein. Kommen wir auch mal. Also ich würd eher dazu nehmen noch. Du würdest dazu nehmen. Ich würde dazu nehmen und im Zweifelsfall hättest du irgendwann zwei Drittel. Musst ja den anderen dann reduzieren, zwei Drittel. Zwei Drittel, ein Drittel ist ja immer die Idee gewesen, beziehungsweise wenn man Europa noch aber hat, das ist dann ja ein bisschen Sparrate. Weniger, dann ja, ein bisschen weniger. Ja gut, aber das hat es ja da schon, genau, der läuft ja und dann würde halt, sie würde jetzt quasi bei den Emerging Markets von 0% Anteil anfangen und dann immer mehr aufbauen. So ist es. Das würde man wahrscheinlich, kann man machen. Aber so ganz große Wette, jetzt wirklich nur Emerging Markets aufbauen, die, ich würde einfach sagen. Nein, würde ich auch nicht machen. Ich würde sagen, jetzt hast du hast halt, das hast du halt bisher hast du ohne Emerging Markets gemacht. Glückwunsch, liebe Julia, hast du gut gemacht. Bisher liefen Emerging Markets nicht. Jetzt würde ich denken, Emerging Markets könnten dieses Jahr zumindest mal ein bisschen besser laufen, schon was sie auch getan haben. Und wenn man guckt, ne, MSCI ACWI ist dieses Jahr ein Ticken besser gelaufen als MSCI World, aber das ist auch im Prozent, also nicht mal ein Prozentpunkt, sondern es sind 0,6% seit Jahresanfang. Also so unterscheidet sich es auch nicht. Also insofern, dann, wenn du hast so viel Geld, kannst du noch Emerging Markets dazu nehmen oder nimmst ein bisschen vom World runter, nimmst dafür dann Emerging Markets dazu und so würde ich es machen, bevor du jetzt irgendwie hier rum. Und das Schöne ist ja bei Trade Republic, wenn du da bist, so wie sie es schreibt, ist es ja alles noch umsonst. Da kann sie auch kleinere Tickets nehmen und hat keine Gebühren dazu. So. Genau. Das ist der große Vorteil. Gott, ich finde jetzt mit Julia, das ist doch ein schöner Schluss. Da ja, finde Emerging Markets. Ja, und schön bei den ETFs und so weiter, genau. Und so ist es. Und die synthetischen Risiken von Andreas haben wir ja auch schon beantwortet. Und wir haben nur ihres mit Anlegen für Kinder. Das wird man dann beim nächsten Mal machen. Anlegen für Kinder. Also den Andreas mit den synthetischen ETFs, die haben wir ja schon bei meinem Bullen besprochen. Mhm. Das ist ja schon beantwortet. Dann müsst du nur ihres dann nochmal haben. Die will wissen, wie ja, sie für Kinder haben wir auch ausmacht. Noch, ja. Und dann noch ein paar, wir haben noch ein paar andere. Es dann sind schon noch einige da. Also, aber wie gesagt, wir versuchen das alles aufzuarbeiten und beim nächsten Mal machen wir aber dann wieder auch ein normales Thema. Und wir versuchen jetzt wieder ein paar Q&As mit einzustreuen und werden auch wieder mal streiten. Ja, streiten haben wir zu wenig gestritten. Doch, wir haben am Anfang gestritten. Da ging es ein bisschen um Autos. Aber nicht wirklich. Stimmt, die Streitkultur haben auch viele gewollt. Kollege Chavez wollte die Autos komplett abschaffen. Nein, ich habe nur gesagt, in der Stadt kann man sie zurückdrängen. Ja. Es kann ja nicht sein, dass du überall alles voll mit Autos. Nee. Zumal, wenn die Autos produktiver werden.
Genau. Irgendwann. Brauchst du nicht mehr so viele. Und die stehen ja 90% des Tages rum. Das ist das eigentliche Problem. Wieso? Und wenn du schaffst, dann muss es weniger geben. Ja. So. Und Punkt. Das schaffst du mit solchen Robotaxiflotten. Ich meine, wie du jetzt auch schon, ich meine, schon alleine die Taxikonkurrenten, Bolt ist zum Beispiel, ich fahre jetzt, wenn ihr ab und zu mal schwer packt von der Arbeit. Der Döpfner fährt jetzt noch Taxi. Nein, aber dann gönne ich mir halt dann mal, habe ich zum Beispiel, die machen oft so Sonderangebote. Ja. Oh, bei, okay. Wie, dann fährst du weniger? Für 8 Euro mit dem Bolt nach Hause. Das ist auch nicht viel teurer als die 3 Euro für der BVG. Auch, das ist unsere. Naja gut, ich habe ja eine Monatskarte. Also erstmal, ja. Aber dann gönne ich mir halt an einem Regentag, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, 2 Zalando-Pakete mit nach Hause schleppe von der Poststelle oder sowas, ja, ein Bolt, ja, für 8,90 Euro im Sonderangebot, statt ein Taxi kostet da halt vielleicht 17 Euro, ja. Aber es würde auch zum Beispiel ein Sharing-Auto von Miles oder so, würde das gleiche kosten. Würde auch relativ, wäre auch so teuer. Also da muss ich mal aber wieder einen Parkplatz noch suchen und so weiter, das ist ja auch nicht so einfach. Und muss man selbst fahren auch noch. Und das sind dann so. Und bei Bolt fährt doch immer dich und unterhält dich vielleicht auch noch. Oder hat gute Musik dabei. Da habe ich auch mit einem Lifehack, also die Bolt-Fahrer, die werden richtig geknechtet, ja. Wie, das ist so ein Sweatshop? Bei Uber verdienen sie auf jeden Fall mehr, mehr bei Uber und sind nicht so streng. Und bei Bolt, wenn die da die Fahrt nicht innerhalb von einer Minute annehmen, in der Nähe sind, ja, kriegen sie sofort Negativpunkte, ja. Und wenn sie irgendwie gewisse Anzahl an Negativpunkten haben, dann dürfen sie nicht mehr für Bolt fahren. Ja? Die fahren ja immer für mehrere Dienstleister. Ja. Ich weiß. Also das ist schon die sagen auch häufiger ab. Das war ja früher das Problem. Du hast einen Billo-Mann angeheuert, wenn du diese Apps hast, wo ganz viele Sachen drin sind. Du heuerst einen Billo-Mann an und der sagt dir in letzter Minute ab, wenn er noch ein teures Ding bekommen hat. So funktioniert das ja. Als ich von deiner Hochzeit zurück wollte, musste ich irgendwie 5-mal, bis ich dann irgendwann am teuersten war, und das war der normale Taximann. Da war ich froh, dass dann ein normales Taxi kam. Ja, so also ist nicht das. So einfach, ne? Ja, nee, gut. Oh, jetzt haben wir gut. Jetzt haben wir so viele Lifehacks. Also mehr geht echt nicht. Gut. Dann sagen wir einfach tschüss. Und ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Defner. Und Chapitz.